Yeah, willkommen Leute, willkommen alle Nachteulen hier bei den Radio Emergency Nachtmehrfahrten. Ihr habt es wieder geschafft, ihr seid dabei bei der übelsten Schwurblerei, das hat sich sogar gereimt. Ich bin etwas verschleimt und deswegen gebe ich direkt weiter an meinen Nachtmehrfahrtskollegen Elistan Snowley. The voice in the silence, Gedanken, die wie Schwerter sind. Ja, hallo Kevin, wir können uns ja beiden selbst wieder nicht helfen, aber vielleicht ja euch. Schön, dass ihr dabei seid heute zum Thema Konditionierung und vor allem Dekonditionierung. Und ja, ich bin gespannt, wo das uns heute hinführen wird. Wie geht's dir denn, Kev? Was für eine Frage, ne? Ich bin das blühende Leben. Ja, Saturn Return, ne? Saturn Return, Mann, da sagst du was. Ja, die letzten Wochen sind hart. Hart, aber ja, sonst wird ja das ganze Leben auch keinen Spaß machen, ne, wenn man nicht gefordert wird. Ja, wir sitzen da ja im selben Boot, ne? Ich hatte ja auch, also der Saturn, für alle, die es nicht wissen, der ist gerade, ich glaube, auf dem letzten Grad des Wassermanns. Und dein Saturn Return steht dir genau bevor, auf dem ersten Grad Fische. Und ja, der Saturn wandert gerade über meinen Mars. Mars-Saturn, das möchte man jetzt auch nicht unbedingt haben. Das ist ungefähr so Einschränkung der Willenskraft. Da ist auch schwer, was Positives drin zu finden. Deswegen habe ich auch gerade harte Saturn-Vibes. War viel in der Natur die letzten Tage. Und meine Erfahrung ist eben, es wird einfacher, wenn man sich an den Saturn gewöhnt, ja. Also wir haben ja schon öfter über den Saturn geredet, dass der Saturn halt dieser Lehrmeister ist. Und für die Limitation steht. Und gerade beim Thema Konditionierung erscheint mir der Saturn als besonders hilfreich. Weil der Saturn halt eben auch das ist, was dir sagt, ja genau diese Einschränkung, genau diese Limitation macht dich zu dem Individuum. Und der Saturn wird einfacher auszuhalten, sobald man diese Melancholie, diese Tristesse, die mit ihm einhergeht, sobald man die nicht mehr von sich wegschiebt, also sobald man dann auch in diesen Phasen nicht mehr feiern gehen will oder irgendwie versucht, das zu verdrängen, sondern bewusst leidet. Also so wie Gurdjieff das gesagt hat, Gurdjieff hat den Leuten ja immer geraten, ja, ihr sollt bewusst in das Leiden gehen, dann bringt das Leiden etwas, dann wadet man durch diesen Ozean und nimmt diese Nachtmehrfahrt auf sich. Und dann kommt auch was dabei raus, weil dann drückt man es nicht so ins Unterbewusste weg. Und das Einzige, was ich in solchen Phasen immer tatsächlich versuche, ist, ich versuche viel in der Natur zu sein, weil es dem ganz angenehm entgegenwirkt. Das hilft dann schon. Ja, man muss jetzt nicht nur daheim sitzen und sich irgendwas reinziehen oder den depressiven Sound hören, weil man kann sich dann natürlich auch in dieser Spirale verlieren. Das heißt, ich schaue schon, dass ich zumindest ein bisschen in Bewegung bleibe, ja. Ich habe die Tage beispielsweise gelesen, dass sich das Wort Askese, das ist verwandt mit Athletik eigentlich, ja. Das heißt, Askese war gar nicht immer so der Verzicht, sondern Askese hieß ursprünglich auch, dass du dich tatsächlich fit hältst, also sowohl körperlich wie auch geistig. Das fand ich ganz spannend. Und um schon mal ein bisschen vorzugreifen, auf die Askese werde ich heute auch sehr eingehen, denn ich habe mein Studium der Geheimlehre erstmal etwas pausiert, bin aber bei Blavatsky geblieben und habe die Stimme der Stille studiert. Das ist so ein ganz, ganz kurzes Bändchen von ihr, das hat nicht mal 100 Seiten. Und da hat sie sozusagen die Essenz der taoistischen Lehre ganz brillant zusammengefasst. Und da geht es auch sehr, sehr viel um Askese, würde ich sagen. Ja, deswegen, da können wir uns freuen. Da können wir uns freuen. Ja, auf jeden Fall spannend, auch cool, die Verbindung zur Athletik. Ne? Ich meine, vom Wort her könnte man sich das schon vorstellen, ne? Mit so einer kleinen Lautverschiebung, SK zu TH. Und ja, der Athlet versucht ja auch, ne? Er ist ja nicht nur Sportler, sondern er beschäftigt sich ja auch mit Ernährung, ne? Und Fasten und hier und eigentlich auch zu seinem Ideal kommen. Ne? Ich meine, bei uns im westlichen Kreise ist es wahrscheinlich eher jetzt aufs rein Körperliche irgendwie minimiert worden und im Indischen dann halt oder halt im südostasiatischen Raum, dann ist der Asket halt auch der sich spirituell, ne, fit hält und da auf sein ja, bestes Maß kommt. Ja, also ich habe das tatsächlich aus Crowleys Kommentar, weil Crowley
hat einen 100 Seiten langen Kommentar geschrieben zur Stimme der Stille. Und da treffen schon zwei Welten aufeinander, ja, Blavatsky und Crowley. Und wie du dir vorstellen kannst, Crowley war der Askese eher abgewandt. Ich persönlich, wie du schon gemerkt hast, finde Askese auch unter der Bedeutung, die man so kennt, nicht unbedingt schlecht, weil ich sage, Askese hängt auch damit zusammen, dass du einfach nicht mehr korrupt bist. Weil du bist so lang korrupt, solange die dir irgendwelche luxuriösen Dinge anbieten können. Aber wenn du auf deinem asketischen Weg weit genug bist, sodass du sowieso die Lehre in all diesen Dingen erkennst, dann bist du meiner Ansicht nach nicht mehr bestechlich. Und das fehlt sehr vielen. Dennoch sagt Crowley eben, und da muss ich ihm zustimmen, das Problem an der Askese ist, dass es fast immer zu spirituellem Stolz führt. Und da hat er recht. Ja, ja. Der ist ganz schwer zu verhindern. Und du kennst die berühmten Asketen. Das ist, es führt fast immer zu diesem spirituellen Stolz, weil du eben das erreicht hast. Weil du im Gegensatz zu anderen das alles nicht mehr brauchst. Und da hat er recht. Das ist auf jeden Fall eine große Falle auf dem asketischen Weg. Dennoch würde ich diese klassische Askese ja nicht ganz so verneinen. Ich persönlich ist es mir durchaus sympathischer, als diese ganzen illusorischen Freuden des Lebens anzunehmen. Durchaus. Aber das, was Crowley eben auch schreibt, ist, der Begriff der Askese wurde generalisiert. Du versuchst das auf alle anzuwenden. Und er sagt, die Askese ist nur für dich sinnvoll, wenn es genau dein persönlicher Weg ist, auf ja. Zigaretten und Rauschmittel zu verzichten. Wenn du sagst, diese Regel macht für mich Sinn und entspricht dem, was ich für tugendhaft halte, dann ist es richtig. Aber du darfst das nicht generalisieren. Ich kann mir vorstellen, wenn man das ein bisschen so sieht, lässt sich vielleicht auch dieser Stolz verhindern, weil man das nicht so auf andere anwendet. Wie so ein Veganer, der dann davon ausgeht, hey, die anderen müssen es auch so machen. Nein, ja, ja, voll. Vielleicht ist es für dich so tugendhaft und dann ist es auch okay. Ne? Aber hatten wir das nicht sogar in den letzten Sendungen hier, das Problem mit dem spirituellen Ego, ne? Wenn man anfängt, so das weltliche Ego abzubauen, dass dann die Gefahr besteht, dass man im gleichen Zuge auch das spirituelle Ego aufbaut. Und das sehe ich genauso, wie du jetzt sagst, mit diesem spirituellen Stolz, mit der Askese. Ne? Das sind alle Leute, die irgendwie so ihren inneren Next Step machen, sei es jetzt auf irgendwas verzichten oder Yoga oder sonst irgendwas, die entwickeln dann auch eine neue Identität oder einen neuen Stolz halt auf einer anderen Ebene. Ne? Ich bin zwar nicht mehr materiell, ich bin jetzt spirituell, ich bin weiter und was weiß ich. Und es stimmt ja auch irgendwie, es ist ja auch berechtigt, dass man irgendwie stolz drauf ist, weil es ist schon eine Leistung. Vor allem, wenn du im Großteil deines Lebens ein Konsummensch warst, ne? Sei es jetzt irgendwelche materiellen Güter oder auch irgendwie geistige Güter konsumiert hast, dann ist es schon schwierig, mal zu fasten. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal diesen Fastenaspekt der Askese raus. Und ich muss sagen, also mir hat das ganz arg geholfen, das einfach in mein Leben zu integrieren. Ne? Ich bin jetzt kein Dauerasket, aber ich weiß oder ich habe mittlerweile meine Fühler ausgestreckt, wenn so eine Phase kommt, wo ich merke, okay, scheiße, jetzt hast du mal wieder irgendwie 2-3 Monate lang mehr gegessen zum Beispiel, als du eigentlich hättest essen müssen. Oder hast mal zu viel geraucht oder sowas, dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich wieder offen auf einmal dafür, dass ich jetzt fasten kann und kann das in meinem Leben zulassen. Also wenn man das als Aspekt seines Alltags irgendwie integrieren kann, so, dann ist es eigentlich was sehr, sehr Sinnvolles. Aber alles, was ins Extrem geht, ist wie immer ja irgendwie übers Ziel hinaus. Ne? Absolut, ja. Die Extreme sind in dem Zusammenhang auch was sehr, sehr Spannendes. Weil wenn du die Stimme der Stille von der Blavatsky bleibst, um vielleicht einfach mal in Medias Res zu gehen, komm, lass einfach mal kurz dabei bleiben, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Mhm. In der Stimme der Stille steht ganz klar, die Weisen halten sich nicht in den Lustgärten der Sinne auf. Und so diese Formulierung kommt immer wieder so ähnlich vor. Also da ist das schon ganz, ganz klar so formuliert, dass das Geistige und das Materielle selbst nicht miteinander vereinbar sind. Und das widerspricht natürlich diesem Mittelweg, von dem eigentlich auch der orthodoxe Buddhismus immer so spricht. Und dieser Mittelweg ist ja oft auch genau das Richtige. Dennoch, finde ich, lässt sich an der Frage mit am besten beleuchten, ja, hat sie nicht vielleicht ein bisschen recht, weil sobald man sich etwas locken lässt, ist man halt wieder drin. Wie der Alkoholiker, der sagt, okay, ich mache mal kurz eine Ausnahme, zack, zurück in der Sucht. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach. So eine gewisse Unvereinbarkeit könnte da schon sein. Und deswegen ist es eben so verführerisch zu sagen, ich gehe ins Extrem, weil du sagst, okay,
entweder ich lasse mich betören, entweder ich falle auf die Illusion, auf die Maya rein. Mara ist der große Teufel im Buddhismus. Das ist halt dieser große Verführer. Wir hatten ja auch schon in der letzten Sendung die Lichtfalle. Da kannst du es dir so ähnlich vorstellen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da ist es ja auch so, diese ganzen Illusionen werden dir präsentiert. Und sobald du den ersten Schritt auf die Illusion zumachst, könnte die Falle schon zuschnappen und es ist vielleicht zu spät. Deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, ne? Aber für mich ist siehst du die Grenze? Für mich ist das eigentlich eher fast sogar ein Zeichen für Schwäche, wenn man diesen Freuden ganz entsagt, ne? Weil klar, wir hatten das, glaube ich, letzte Folge schon, da habe ich drüber geredet, dass es so diesen Satz gibt, ne? Wenn der Mensch irgendwie keinen Sinn in seinem Leben findet, dann wird er versuchen, sich mit Freuden irgendwie am Ball zu erhalten, ne? Und da spielt das Endorphin-Level, glaube ich, im Körper, wenn wir jetzt mal kurz auf die biologische Ebene gehen, eine ganz große Rolle. Ne? Der Mensch will einfach glücklich und sich erfüllt fühlen. Und am innigsten oder am erfüllendsten fühlt sich das an, wenn man tatsächlich einen höheren Sinn hat, der einem eine durchgehende Basis an Freude gibt. Wenn du das aber nicht hast, dann versuchst du natürlich dir entweder mit Substanzen oder mit auch Sport, mit irgendwelchen Tätigkeiten diese Freude zu erhalten. Und dann sind diese Freuden natürlich in Anführungszeichen gefährlich, weil sie dich natürlich von diesem höheren Sinn wegbringen. Aber eigentlich, der richtige Meister müsste ja eigentlich durch diese ganzen Freuden hindurchgehen, ne? Und sich an den Freuden höher erfreuen, weil er schon diesen hohen Sinn hat und könnte ja die auf diese Gefahr oder diese Falle der Sucht überhaupt gar nicht reinfallen, ne? Nee, guter Punkt, Kev. Also es steht auch ungefähr so formuliert drin, es gibt drei Hallen der Illusion in der Stimme der Stille, die ungefähr übereinstimmen mit den drei Hallen des Bardos, die im tibetanischen Totenbuch beschrieben werden. Und in der zweiten Halle, die eben genau diese Testhalle hier ist, wie dieses Dojo, die Erde hier, da steht auch geschrieben, so der Weise, der nimmt den Duft der ganzen Blumen auf. Er lässt sich nur nicht zu sehr davon betören. Er nimmt das durchaus bewusst wahr und das könnte das sein, worauf du gerade ein bisschen abziehst. Also ja, durchaus. Es ist auch Schwäche, wenn man sagen muss, hey, ich kann da gar nicht hinschauen, ne? Ich kann das gar nicht sonst. Eben, ja, ich verneine es, ne? Ich meine, sobald du etwas ablehnst oder ja, das ist ja auch diese Gefahr von dieser Askese, ne? Ich meine, wenn du allem entsagst und dich von allem, was dich verführen könnte, irgendwie abschreibst, dann ist es natürlich einfach, irgendwie zu seinem spirituellen Frieden zu finden. Ne? Ich meine, auf einen Klosterberg irgendwie zu gehen und da irgendwie 3 Jahre lang zu meditieren, ja gut, da würde ich wahrscheinlich auch irgendwie dann mal was checken und zu meinem irren Friede kommen und irgendwie ja ein bisschen Karma abbauen können. Aber die eigentliche Herausforderung ist es doch, mitten im Leben dazu zu kommen, ne? Inmitten dieser ganzen Verführungen zur Größe zu kommen. Weil dann brauchst du nicht mehr ins Kloster gehen. Dann brauchst du auch nicht diese ganze Abgeschiedenheit. Für manche Menschen ist es vielleicht der richtige Weg, dass sie mal sagen, okay, hey, pff, diese ganzen Reize irgendwie weg. Und dann sind wir eigentlich bei diesem Reizthema, sind wir eigentlich schon direkt im Konditionierungsthema mit drin. Ne? Weil darum geht es ja genau, nämlich, wie geht der Mensch um mit Reizen aus seiner Umwelt? Ne? Wie gehe ich um mit Substanzen? Wie gehe ich um mit medialen Einflüssen? Wie gehe ich um mit Sport, mit allen Sachen, die mir Spaß machen? Das sind ja alles Reize. Und je nachdem, wie meine Reaktion darauf ist, kann es ja für mich problematisch sein oder eben unproblematisch. Und komm, lass uns doch einfach gleich mal irgendwie reinsteigen, direkt irgendwie rein hier ein bisschen in die Theorie. Und ich würde sagen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass ich so ein bisschen die wissenschaftliche Basis einfach aufbaue, dass wir so ein bisschen was nicht Geschwurbeltes haben, dass wir mal darüber was gesagt haben und dann können wir uns später wieder in die Sphären der Spekulation begeben. Und ja, ich kann einfach nur ein bisschen was von meiner Warte aus sagen. Ich habe das in der Ausbildung zum Erzieher, habe ich einen ganz großen Block gehabt in der Psychologie. Da ging es um Verhaltenspsychologie und um den Behaviorismus, ne? So heißt es schulmäßig. Und da gibt es die klassische Konditionierung. Und das ist eine Form von Lernen, eine Lernmethode. Und viele Leute verwechseln Konditionieren mit was lernen oder mit einfach nur programmiert werden. Dabei ist es eigentlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Bei der klassischen Konditionierung haben vielleicht schon die meisten mal was vom Pavlovschen Hund gehört. Ne, also der Pavlov, der war ein Verhaltenspsychologe, gerade in den Anfängen, ich glaube auch so in den 50er Jahren. Und der hat diese, ich weiß gar nicht, ob er sich das ausgedacht hat oder ob er das echt gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er einen Hund gehabt in der Story. Und der Hund hat jedes Mal, wenn es Essen gab, hat er davor gesabbert.
Und dann hat der Pavlov halt jedes Mal, bevor er dem Hund Essen gibt, eine Glocke geläutet. Und irgendwann hat er gemerkt, dass es reicht, wenn er die Glocke läutet, dass der Hund anfängt zu sabbern. Ne? Also ohne, dass irgendwie Essen im Spiel ist. Das heißt, er hat irgendwann diesen Reiz gekoppelt miteinander. Ne? Also den Reiz mit, es gibt Essen, ne? Hat er gekoppelt mit dem Reiz der Glocke. Und irgendwann konnte er den Essensreiz weglassen und hat den Hund praktisch so konditioniert, dass er allein schon beim Klingeln der Glocke an Essen denkt und dann läuft der Speichel. Soweit die Theorie beim Tier, aber das funktioniert natürlich beim Menschen genauso. Ne? Also wenn wir gewisse Reize miteinander koppeln, können wir mit der Reaktion ein bisschen rumspielen. Ich habe mir so ein gutes Beispiel aufgedacht heute Mittag und habe mir das aber nicht aufgeschrieben und jetzt habe ich es vergessen. Tja, an dem Punkt waren wir schon, ne? An dem Punkt waren wir auch schon tatsächlich, ja. Vielleicht kann man das Pferd mal ein bisschen von hinten aus aufziehen. Und zwar gibt es natürlich nicht nur die Konditionierung, sondern auch die Dekonditionierung. Und das fand ich in der Ausbildung unglaublich spannend, weil ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet, die einfach aus einem schweren Umfeld kommen. Und bei vielen Jugendlichen ist da Angst ein riesengroßes Thema. Ne? Versagensangst in der Schule, in der Ausbildung, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Peergroup, bla bla bla. Und es gibt so zwei Dinge, mit denen man Angst entgegentreten kann. Oder das habe ich so gelernt. Es gibt einmal die systematische Dekonditionierung und dann das Flooding. Und bei mir, ich habe das tatsächlich selber bei mir ausprobiert, im Eigenexperiment. Und zwar habe ich eine riesengroße Angst vor Spinnen gehabt. So durch meine Mutter irgendwie habe ich das übernommen. Die hat auch eine riesengroße Angst vor Spinnen gehabt. Und ja, also ich konnte keine auf die Hand nehmen. So ganz, ganz winzig kleine gingen, aber alle anderen, boah, das war viel zu krass. Und beim systematischen Dekonditionieren machst du das so, dass du dir so kleine Stufen setzt. Ne? Okay, ich habe Angst vor Spinnen. Ich versuche jetzt einfach mal, die kleinsten auf die Hand zu nehmen. Und dann bei der nächsten Begegnung versuche ich, die nächstgrößere auf die Hand zu nehmen. Und dann und so weiter und so weiter. Also ich gewöhne mich praktisch systematisch immer wieder an meine Angstschwelle und versuche, die immer wieder so ein bisschen zu überschreiten. Ne? Ich fange nicht gleich mit der größten an, sondern immer wieder so ein bisschen mehr. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mir dann wirklich jedes Mal, wenn ich dann eine gesehen habe, das war irgendwann auch wie so eine Challenge. Ne? Dann auf einmal ist da eine Kreuzspinne, die ist schon mal größer wie so eine ganz kleine. Dann nimmst du die auf die Hand. Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, so hier das Größte, was bei uns rumläuft, auf die Hand zu nehmen. Und da bin ich echt stolz drauf und fand es auch echt geil, dass das Konzept so ganz einfach funktioniert. Das andere ist dann das Flooding und das ist dann das für die Hartgesottenen. Ne, da überflutet man sich praktisch, wie es vom Namen her auch schon kommt, überflutet sich mit dem Reiz. Das heißt, nach dem Flooding hätte ich mich direkt an die Riesenspinne herangetraut und hätte die auf die Hand genommen. Und natürlich ist es klar, es ist ein schneller Erfolg. Wenn ich das dann schaffe und die Schwelle übertreten habe, dann muss ich mir natürlich nicht diesen Schritt für Schritt machen. Und es ist natürlich, je nach Situation und je nach Mensch, ist natürlich das eine oder das andere sinnvoller. Ne, wenn man Höhenangst hat und dann Bungee-Jump macht, dann hat man danach schon mal natürlich einen Riesenschritt getan. Ja, das ist dieses eine, dieses klassische Konditionieren, dass man sich bewusst macht, okay, Reize rufen eine Reaktion hervor, ne? Und wenn man das jetzt mal ein bisschen auf die Weltenbühne überträgt, ne, wenn du jetzt jedes Mal wieder den Reiz bekommst von, keine Ahnung, der Tagesschau, ne, dass da Krieg ist und was weiß ich, und dann löst das Angst aus und dann bist du nicht mehr so zugänglich für andere Reize. Und dann braucht es möglicherweise nicht mal mehr irgendwie einen Krieg, angenommen, das ist jetzt alles irgendwie mal vorbei, dann reicht möglicherweise, dass du die Tagesschau guckst und den Sprecher siehst und er redet irgendwo anders von einem Krieg oder was gar nicht so arg mit dir zu tun hat und es löst trotzdem diese Angstreaktion aus. Also Reize werden dann auf einmal miteinander gekoppelt. Und ja, ich mag jetzt nicht gleich das Riesenfass aufmachen, ich habe da noch ein paar andere Beispiele, die sehr interessant sind, wie wir mit Reizen eigentlich manipuliert werden. Aber eine andere Konditionierungsform ist eigentlich viel spannender und auch gruseliger, vor allem, weil ich das als Erzieher gelernt habe und für die Kinder anwenden sollte. Und das war die operante Konditionierung. Das bedeutet eigentlich nur, dass du ein Verhalten so hingegen beeinflusst, indem du positive oder negative Reize gibst. Ne? Also ein Kind zeigt jetzt in irgendeiner Situation ein unerwünschtes Verhalten. Und du willst dieses Verhalten dann beenden, indem du halt entweder einen unangenehmen Reiz gibst, also dann willst du das Verhalten beenden, oder du gibst einen angenehmen Reiz, um das Verhalten zu bestärken oder zu bekräftigen. Ne? Oder du nimmst einen angenehmen Reiz weg
und oder nimmst einen unangenehmen Reiz weg. Ne? Also das sind so praktisch diese vier Dinge. Ich kann einen angenehmen Reiz darbieten oder wegnehmen oder einen unangenehmen Reiz darbieten oder wegnehmen. Und das ist schon ziemlich krass, weil es ja schon direkt Programmierung und Manipulation ist. Ne? Das Kind macht irgendwas und ich bestrafe es jetzt. Und dann speichert sich bei dem Kind ab und möglicherweise beim nächsten Mal macht es das nicht so, soweit in der Theorie. Aber wir sehen, dass dieses Konzept definitiv auch auf uns angewandt wird, medial. Und ach komm, da können wir gleich schon mal das Riesenfass aufmachen. Und zwar nehmen wir mal zum Beispiel das flache Erde-Thema. Oder allgemein das Thema um die Form unserer Welt. Ne? Ja, warte mal, bevor du ein Riesenfass aufmachst, darf ich kurz eine andere mediale Konditionierung reinbringen? Ja, hau raus rein. Ja, bloß weil du gerade über Spinnen geredet hast. Ich finde, Spinnen sind ein exzellentes Thema, um diese Konditionierung zu beschreiben. Schau, vorhin auf Google lese ich, hier Headline, ganz aktuell, Merkur Online vor 22 Stunden. Giftspinne Loxus gelis breitet sich bald in Deutschland aus. Ein Biss lässt die Haut verfaulen. Ja? Wenn du dann in den Artikel reingehst, dann würdest du sicher erfahren, ja, keine Ahnung, die Haut spielt ein bisschen an, aber du wirst sicher nicht dran sterben, ne? Spinnen in Deutschland. Aber da siehst du, das Spinnenthema ist eigentlich perfekt, um das zu zeigen. Also Spinnen treten immer wieder als Sündenbock auf. Ja, da kannst du so viel Ängste reinprojizieren. Diese heiligen weiblichen Tiere, ne? Vor allem giftige Tiere allgemein. Ne? Ich meine, solche Meldungen sind in den letzten paar Jahren, habe ich das Gefühl, auch irgendwie mehr geworden, dass aus dem Mittelmeerraum oder aus den Tropen irgendwelche Tiere auf einmal hier heimisch werden. Und ja, also ein perfektes Beispiel für Konditionierung, weil im Endeffekt der Reiz ist die Angst, ne? Wir machen Angst mit einem Bild von der Spinne noch und dann hier, oh, die und die Gifterscheinungen hat es dann bei dir und was ist deine Reaktion? Ob bewusst, na gut, wenn du bewusst daran gehst, wie wir, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Wir denken schon bei so einer Nachricht, was für eine beschissene Zeitungsende. Aber jemand, der noch nicht so weit ist, diese Sachen hinterfragt zu haben und da einfach glaubt und diesen Reiz einfach ungefiltert reinlässt, dem seine Reaktion ist natürlich Angst und der wird unbewusst wahrscheinlich weniger Lust haben, in die Natur zu gehen. Oder wird mehr Angst davor haben, in die Natur zu gehen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, wenn er solche Nachrichten liest, aber ich meine, die kommen ja nicht nur einmal, ne? Es kommt ja immer wieder und sie bauen ganz perfide aufeinander auf. Ja, wir hatten doch vor ein paar Wochen diese Nosferatu-Spinne. Und ja, genau. Die nächste, diese Loxosceles-Spinne. Ne? Wenn du da jetzt nach diesem Namen suchst, da findest du sicher alle Tageszeitungen Deutschlands. Ne? Und genau, wie du richtig sagst, es erzeugt diese Furcht, in die Natur zu gehen, was wirklich gefährlich ist, weil wir kennen die Amerikaner, in Amerika ist es wirklich so, wenn du von der Coast kommst, wenn du nicht irgendwie in den Midlands aufgewachsen bist, da haben die Leute wirklich Angst, in die Natur zu gehen. Ja? Und ja, das ist halt ganz scheiße, weil dann bist du nicht geerdet. Ja, du musst in die Natur. Und ich kann dir sagen, was sicher nicht in diesem Artikel drin steht, ist, dass diese Spinne, also in welchen Fällen die wirklich beißt. Ja. Sie wird wahrscheinlich beißen, wenn du wirklich unachtsam bist, wenn du dich auf sie draufsetzt. Aber das ist doch das A und O in der Natur. Das ist generell so, wenn du in die Natur gehst, dann musst du achtsam sein. Ja. Die Natur trainiert ja deine Achtsamkeit. Exakt. Vielleicht sind dafür diese Gifttiere sogar da, dass du, oder weißt du, diese stacheligen Gewächse, die gibt es ja hier in Deutschland auch zuhauf. Ja. Und es gibt immer wieder so eine Schlammpfütze, wo wenn man dann reintritt, da sieht man, okay, gut, ne? War ich wieder mit meinen Gedanken woanders. Das heißt, ich finde das wunderschön, wie die Natur diese Achtsamkeit trainiert. Und hier wird das so dargestellt, als ob diese scheiß Spinne dich einfach so beißt. Warum sollte sie das machen? Die Spinne beißt doch keinen Menschen. Ja? Es ist einfach so eine, sich angegriffen fühlt. Du musst da schon richtig etwas falsch machen, dass es überhaupt so weit kommt. Und das wird da sicher nie auch überhaupt nur erwähnt. Ja? Da wird höchstens noch erwähnt, okay, du stirbst nicht dran. Aber ja, ich finde, das ist ein richtig geiles Thema, da kann man jetzt richtig tief einsteigen, weil dieses Thema Angst vor der Natur machen ist unglaublich tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und ich sehe da die Wurzeln wirklich bis weit rein in auch so Städtebildungen und auch das Vorindustrialisierungszeit, wo einfach die Menschen Angst vor der Natur hatten, ne? Und vielleicht auch noch berechtigterweise, ne? Da waren dann Wolfsrudel oder was weiß ich, Bären, die Leute haben sich dann in befestigten Städten zusammengezogen. Das haben wir heute jetzt nicht mehr, aber trotzdem ist diese Angst noch da, wobei du in Deutschland hier in der Natur eigentlich gar keine Angst haben musst, weil also, sag mir eine Gegend, wo es noch weniger irgendwie giftige Tiere gibt oder sonst irgendwas, weißt? Ja. Aber du hast so viele
Konditionierungsprogramme, die da laufen. Das eine sind giftige Tiere, die aus dem Mittelmeerraum kommen sollen. Das andere ist der Fuchsbandwurm. Dann haben wir noch die Tollwut. Dann haben wir noch irgendwelche anderen Krankheiten, was weiß ich. Und die werden immer wieder, kommen die hoch, ne? Ich sehe das ja auch in dem Google-Feed da, was da immer für Nachrichten kommen. Und jetzt im Frühjahr kommen hundertprozentig wieder x Warnungen über Meningokokkengefahr, von Zeckenbissübertragung, oder FSME oder was weiß ich. Und dann gibt es hier auch wieder in der Stadt gibt es dann ganz schön so irgendwie Hinweise, bitte Ihre Impfung auffrischen oder sind Sie noch nicht geimpft, dann bitte gleich. Also das ist schon eine riesengroße Konditionierung, die da abläuft. Und viele, viele Menschen trifft das wirklich. Als du das gerade mit Amerika erzählt, das ist mir eingefallen. Ich habe mal irgendeinen Vortrag von Wolf-Dieter Stoll gelesen. Und der hat so ein bisschen von seiner Kindheit in Amerika erzählt. Der ist ja, ich glaube, der ist in Sachsen aufgewachsen, aber dann ziemlich schnell rüber. Und ja, der genau, ist als Kind immer in die Natur gegangen, hat er auch öfters mal geschlafen, weißt, also ohne irgendein Zeug, einfach unter irgendeinem Busch oder an irgendeinem Baum, und alle anderen Leute haben ihn für verrückt erklärt, ne, weil keiner von den Leuten damals, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit er da war, in den 70ern wahrscheinlich, 60er, 70ern in Amerika drüben, die haben ihn alle für verrückt erklärt, weil da ist keiner in die Natur gegangen. Die Leute sind nur spazieren gegangen auf den normalen Straßen und sowas, und für die war die Natur der Feind. Ja. Ich finde das schon immer so witzig, wenn ich hier so spazieren gehe. Du machst das sicher genauso und viele von euch auch. Man sucht sich ja immer diese Wege, die nicht diese ganz normalen, breiten Spazierwege sind, sondern man sucht immer so einen Weg, der so ein bisschen abseits ist, damit du so ein bisschen das Gefühl hast von Welt, von Wald. Also wenn du nicht komplett querfeldein gehen willst, was manchmal schwierig ist, wenn wirklich viel Gestrüpp da ist. Ja. Und ich finde das immer ganz, ganz faszinierend, wenn du so einen wunderschönen, idyllischen Waldweg hast, wo du dich wirklich wie so ein Märchen fühlst. Und 20 Meter daneben ist dieser ganz normale, super breite Weg. Auf dem laufen aber alle. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die wählen diesen anderen Weg. Und ich frage mich, wie kann das überhaupt sein? Das ist von der Erfahrung her was ganz, ganz anderes. Definitiv, ne? Mann. Also ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich suche auch, wenn ich mit meinen Kindern im Wald bin, ich suche immer irgendwelche Pfade abseits vom Weg. Und mein Motto ist auch immer, keinen Weg zweimal laufen. Also wenn ich einen Rundweg mache oder sowas, ich will nicht den gleichen Weg zurück. Das ist für mich wie ein Versagen, ne? Dann versuche ich eher irgendwie außenrum zurück und dann auch wirklich mal querfeldein. Und das ist einfach was ganz Besonderes, ne? Wenn du dann, da hast du schon mal so ein bisschen Abenteuerfeeling und bist aus dieser zivilisierten Jacke mal ein bisschen rausgeschlüpft. Das hat sich bei mir seit dem Arunacha dann nochmal verstärkt, weil den umkreist man ja auch. Und ich hatte schon gesagt, seitdem suche ich hier immer solche Rundwege. Ja. Weil das ist das Schöne an einem Rundweg, genau, dass sich nichts wiederholt. Genau. Dass du einfach dir vorher so eine Runde überlegen musst. Und ihr müsst auch mal überlegen, diese Kulturlandschaft, in der wir gelandet sind, die hat doch ihre Vorteile. Wir haben ja alle diesen Hass darauf, dass der ganze Wald abgeholzt wurde. Und ich kann das verstehen. Es muss hier so, es muss wundervoll gewesen sein hier früher. Und dennoch gibt es einen Vorteil. Und man hat sogar noch Google Maps heutzutage. Du kannst dich eigentlich nicht im Wald verlaufen. Es ist fast unmöglich. In jedem Wald, wenn du nur lang genug irgendeiner Richtung folgen würdest, du würdest relativ schnell wieder an eine Straße kommen. Und das gibt einem eigentlich ein unglaubliches Gefühl der Sicherheit. Wann war das denn jemals so? Früher, wenn du nachts in den Wald gegangen bist, dann musstest du wirklich aufpassen. Weil wenn du dich verlaufen hast und du hattest nicht genug Wasser dabei an einem heißen Tag, ich glaube, das konnte böse enden. Voll, ja. Und hier ist es so, oftmals bin ich so mitten im Wald. Und früher hätte ich teilweise, du kennst diesen Mechanismus, das ist wie, wenn man seinen Schlüssel verloren hat, wo man so diesen Schockmoment kriegt, wo man sich kurz denkt, oh, ich habe mich verlaufen vielleicht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hier rausgeht. Und dennoch musst du bedenken, in Deutschland ist es eigentlich, du kannst nicht im Wald verschollen gehen. Vielleicht würdest du es im Schwarzwald irgendwie noch so ein bisschen schaffen, aber ansonsten ist es fast unmöglich. Das heißt, du kannst den Wald Tag und Nacht nutzen, weil die Zivilisation ist immer sehr, sehr nah. Also es hat auch einen gewissen Vorteil, ja. Voll. Wobei, ich habe mich auch echt schon böse verlaufen, jetzt nicht im Wald, aber in so, wo ich früher gewohnt habe, im Schwabenland, da gab es so ganz viele Obstwiesen, ne? Und da habe ich mich auch mal nachts einfach verlaufen. Ich dachte, ich habe die Orientierung gehabt, aber nachts sah dann doch alles ein bisschen anders aus. Und es war dann nicht schlimm, weil, wie du sagst, du bist, also ich habe direkt die Hauptstraße gesehen, ich hätte hinrennen können oder sowas über 1 Kilometer und hätte mich anhalten lassen können, wäre nie ein Problem gewesen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass man hier in Deutschland eigentlich perfekt seine Angst vor der Natur abbauen kann, ne? Wenn man einfach in die Natur geht. Genau, ja. Ja, absolut, genau das. Also es gibt immer einen Bach. Es gibt immer irgendwas, dem du folgen kannst. Oder es gibt immer Zivilisationsgeräusche aus der Ferne. Du hörst ja, wo ist die Straße, wo ist das Flusswehr, wo ist der Bahnhof. Ja? Das heißt, du bist
das ist eine unglaublich sichere Umgebung hier eigentlich, wo man das Vertrauen zur Natur ganz vorsichtig wieder lernen kann, wie so auf Stützrädern. Voll. Also es ist nicht gleich Australien oder Afrika oder irgendwo, wo du wirklich, wo halt was passieren kann, wenn du nicht aufpasst. Und du hast sogar überall GPS. Das wissen vielleicht manche gar nicht. Das hat mich in Indien gewundert. Selbst wenn du kein Handyempfang hast, das GPS ist ja davon separat, ne? Weil es über Satellit kommt. Sprich, selbst wenn du im Flugmodus bist, GPS-Signal hast du immer. Das heißt, du weißt immer ganz, ganz genau, wo du bist. Also solange du Handy-Akku hast, dir kann nichts passieren. Ich habe immer noch so eine Nachtlampe dabei, weißt du, so eine Stirnlampe. Einfach für das Feeling. Aber ja, es hat auch seine Vorteile, wenn man weiß, es kann nichts passieren. Und, ja, das Einzige, wo ich noch ein bisschen Sorge habe, ist, hatten wir ja, glaube ich, schon mal, Zecken. Da ist die Angst noch nicht ganz weg. Ja, da ist die Programmierung einfach auch tief, ne? Unsere Eltern haben irgendwie Angst davor gehabt und sowas. Witzigerweise habe ich meine Angst hier verloren, als ich dann ins schwäbische Outback gezogen bin, wirklich so ins hinter Turkistan. Und da einfach so viele Männer, Frauen begegnet sind, die mir gesagt haben, ich bin als Kind mal in ein Zeckennest reingefallen und hatte irgendwie 300 Zecken am Körper, die mir alle entfernt haben müssen und es ist nichts passiert. Ich selber hatte auch schon viele, viele Zeckenbisse. Ich hatte auch schon mal eine Borreliose-Infektion, witzigerweise aber von der Bremse. Die finde ich viel, viel nerviger und gefährlicher als irgendwelche Zecken. Und ich bin auch schon in Zeckennester reingedappt. Ne? Ich bin so ein Barfußwaldgänger. Ich laufe querfeldein einfach durch den Wald. Und ganz oft, hier gibt es ganz viele, wie heißen sie nochmal? Blaubeeren, Heidelbeerbüsche, ne? Und Heidelbeerunterholz. Und da irgendwie ist das perfektes Zeckenland. Und wenn du da durchdappst und dann auf einmal merkst, oh fuck, alles krabbelt, dann hast du so 20 Zecken dran und eine beißt sich fest. Also ich habe mich da irgendwie auch schon so dekonditioniert, weil es ist gar nicht so schlimm. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass ich denke, fuck, es gibt auch keine Heilungsmöglichkeiten gegen Borreliose oder was weiß ich. Ne? Ich habe auch schon so die ein, zwei Mittelchen, die ich direkt immer draufklatsche, wenn was ist. Und es ist bisher auch nie was passiert. Und ich glaube auch statistisch gesehen, irgendwie hat, glaube ich, auch nur jede, millionste Zecke hat dann irgendwie den Erreger drin. Das ist genauso wie mit dem Fuchsbandwurm, ne? Also ich gehe mit meinen Kindern immer echt gerne in den Wald und esse dann da im August vor allem Brombeeren und sowas. Und wenn dann Leute vorbeikommen, dann so, haben sie keine Angst vor dem Fuchsbandwurm? Ich so, nee, warum auch, weißt du? Also ich nehme jetzt keine Brombeeren von ganz unten vom Boden. Und wenn es der Fuchs echt schafft, 2 Meter nach oben zu pissen auf den Strauf, dann Respekt, dann habe ich den Fuchsbandwurm auch verdient. Also das ist einfach so ein bisschen, es ist bisher noch nie was passiert, weißt du? Und überall auf der Welt essen die Leute aus der Natur. Das Essen muss aus der Natur kommen, sonst ist keine richtige Nahrung, weißt du? Also da entlarvt sich die Lüge einfach schon, finde ich, in ihrer Unglaubwürdigkeit. Naja, nee, lass mir den Zecken, das riecht schon auch noch hin. Da muss ich mal meinen Iging fragen oder so. Stütze dich einfach mal in Zeckennest rein. Geh mal barfuß laufen. Ne? Kurze Hose, barfuß laufen, zack, durch den Wald. Das bestimmt. Wusste gar nicht, dass es da Nester gibt. Ich dachte, das wären solche Eremiten oder so. Ne, was heißt Nester? Also es ist einfach nur, dass es ich weiß, was du meinst. Es gibt so Stellen, da tappst du rein und hast auf einmal 20 solche Zeckennymphen am Bein. Ne? Also das ich eben nicht. Ich gehe deswegen nur mit langen Hosen in den Wald, weil ich die Viecher echt... Ja. Weißt du, meine Kinder sind ja im Waldkindergarten. Wenn die im Sommer kommen, die jeden Tag mindestens mit einer Zecke nach Hause. Und dann reißt du die halt ab und machst ein bisschen Chlordioxid drauf oder DMSO und dann ist der Hase eigentlich schon wieder gegessen. Und bei dieser Borreliose-Infektion, die ich hatte von der Bremse, das war wirklich so richtig klassisch, ne? Also mega fett angeschwollen, sau wehgetan und dann diese Wanderrose und diese Adern, die dann so blau werden, ne? Wo da auch die Ärzte meinte, oh, das sieht schon sehr nach Borreliose aus. Also bestätigen lassen habe ich es mir tatsächlich nicht, aber sie meinte, es sieht sehr danach aus. Und die hat mir dann was empfohlen, ja, sie wollte Antibiotika, ne? 3 Antibiotika, nehmen Sie das jetzt mal eine Woche lang. Habe ich gesagt, nee, mache ich lieber nicht. Und dann habe ich von dem Wolf-Dieter Stoll da diese Urtinktur genommen, der Karde. Und habe mir das reingepfiffen, weil ich gehört habe, auch witzigerweise kam zu meiner Infektionszeit, hat er ein Video hochgeladen zur Borreliose. Da habe ich mir direkt so seine Urtinktur bestellt, kostet auch echt nur ein paar Euro, habe die 2 Wochen genommen und es war weg. Also echt, keine Angst vor solchen Geschichten. Ich meine, wenn es dich dann mal wirklich erwischt und du hast wirklich ein Problem damit, klar, ist scheiße, aber... Das Leben hat seine Risiken, ne? Man kann nicht irgendwie mit sich selbst oder mit seinen Kindern so helikoptermäßig umgehen und alles in Watte packen, weil dann wird es umso schlimmer. Dann kann es sein, dass das Kind, wenn du das die ganze Zeit, keine Ahnung, es ist durchgeimpft und nie in der Natur und vor allem geschützt. Und dann kann es sein, dass das Kind mal von einer Grippe echt richtig mies im Bett liegt und vielleicht sogar ins Krankenhaus muss. Habe ich auch schon viele, viele Fälle damals in der Ausbildung mitbekommen, auch im Praktikum. So Kinder, die sind richtig, richtige Helikoptereltern, ne? Die sind auf jeden kleinen Kratzer, kommt irgendwie ein Pflaster drauf. Und wenn die dann mal eine Grippe haben, dann müssen die ins Krankenhaus, weil sie keine Luft mehr kriegen.
Aber ja, bedenklich. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist beim Spazieren, was ich ja auch... Du bist ja auch ein Landkind, oder? Du bist auch auf dem Land groß geworden. Ja, so zwischendrin suburban. Ich hatte früher immer dieses Bedürfnis, wenn man so spazieren ist, habe ich die letzten zwei Wochen nochmal so besonders drauf geachtet. Ich war auch so konditioniert, dass ich zu jedem Versuch irgendwie so kurz Blickkontakt aufzunehmen oder zumindest so zuzunicken oder so, weil man sich ja auf dem Land ja irgendwie grüßt, ne? Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich eher mich auf die Aura des anderen erstmal einfühle und guck, will der überhaupt Kontakt aufnehmen, ja? Weil ich finde schon, das kann einen rausreißen. Also weißt du schon, ein Blick oder so. Weil es kann ja sein, dass man gerade in seinem eigenen Prozess ist, dass man gerade irgendwas Wichtiges kontempliert oder wie auch immer. Oder jemand, der beim Joggen ist, weißt du, der will jetzt ja auch nicht, dass er gegrüßt wird. Und ich finde tatsächlich, dass es, das hat auch schon was mit Konditionierung zu tun. Und was ich mittlerweile total gerne mache, ist auch, dass ich mich einfach so... nur mal so gerade auf die Aura einschwingen. Und wenn ich das Gefühl habe, nee, der will bei sich bleiben, dann sage ich auch so, dann können sich die Auren kurz begrüßen, aber da muss gar nicht groß Kontakt aufgenommen werden. Aber da muss ich sagen, ich bin so ein richtiger Begrüßungsnazi. Da bin ich wirklich ja, richtig Dorfkind. Ja, das weiß ich. Ich war schon mit dir unterwegs. Also ich, bei mir ist es auch ganz schlimm. Ich will das auch nicht ablegen. Und für mich ist es dann auch so ein bisschen Spaß, wenn ich dann irgendwo einen Kumpel besuche in einer Großstadt, ne, so Stuttgart, Braunschweig oder sowas. Bin ich da am Start und wir gehen irgendwie in die Stadt und ich grüße halt dann ja einfach. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher, Kevin. Man kommt echt nicht hinterher, aber die Leute, die mich dann angucken, die es dann wirklich wagen, mir in die Augen zu schauen, die grüße ich dann ganz freundlich. Und für mich ist das eigentlich so ein Zeichen von Respekt und auch von wahrgenommen werden. Ist vielleicht aber so ein bisschen mein eigenes Thema. Ich möchte einfach auch wahrgenommen werden so. Und ich finde es ganz schlimm, diese Anonymität in der Stadt oder es reicht, muss ja nicht mal in die Großstadt gehen. Es reicht ja mittlerweile sogar auf dem Dorf ist es nicht so, aber in einer Kleinstadt oder sowas, da sind die Leute ja auch schon komplett aneinander vorbei. Obwohl da auch nur zwei, drei Leute, die ja irgendwie in der Innenstadt begegnen manchmal. Ja, aber sag mal, fühlst du dich wohl damit? Also fühlst du dich persönlich wohl damit? Ja, definitiv, Mann, weil mir, also so viele Leute hängen in ihrer eigenen Blase drin, in ihrem eigenen Alltagsblase. Und manchmal reicht wirklich nur ein kleiner Impuls von außen, ein schönes Lächeln und ein schöner, höflicher Gruß, dass du dann merkst, boah, okay, boah, auf einmal kannst du es abschütteln. Es ist einfach, keine Ahnung, menschlicher Kontakt ist so arg wichtig, offener Kontakt ist so arg wichtig. Und ich lebe das hier auch auf dem Dorf. Am Anfang war es unglaublich unangenehm, weil jeder will dich auch kennenlernen, ne? Du bist jetzt irgendwie hier in der Gemeinschaft drin, das heißt, du musst auch irgendwie mal gucken und zeigen, wer du bist. Und mittlerweile genieße ich das nicht so. Also hier auch auf dem Dorf ist es normal, du grüßt jeden beim Autofahren, so wenn er vorbeifährt. Ja, klar, mache ich auch. Und jeden sowieso, wenn er hier läuft, dann bleibst du stehen für ein Gespräch und das gibt einem einfach was. Das ist so ein schönes ein Gefühl von einem sozialen Gefüge, wo man eingebettet ist. Man ist jetzt nicht so dieses einsame, alleine Bewusstsein, das da durch sein Leben durchschlendert. Weißt du, ich weiß, was du meinst. Das, was ich gerade angesprochen habe, war mehr so eine subtilere Ebene, sage ich mal. Also das, schau, wenn ich fühle, dass jemand irgendwie das gerade will, dann grüße ich denjenigen. Aber so ansonsten, ich habe halt das Gefühl, dass es teilweise schon intim ist, vielleicht übertrieben, aber tatsächlich jemanden angucken und grüßen, ich finde, da ist schon irgend so eine Interaktion. Und wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, der will gerade einfach so in seinem Prozess bleiben, dann habe ich mir das eher abgewöhnt. Ey, weißt, das hat ja nichts damit zu tun, das ist ja nicht dieses, das, was du vom Stadtmenschen kennst, sondern was anderes. Das ist so dieses, ich nehme deine Präsenz wahr, aber ich muss jetzt, weißt du, das wäre wie, wenn ich um Arunachala rumlaufe und wenn du da zu jedem um Namah Shivaya sagst, da kommst du nicht mehr hinterher, ne? Das schon, ich meine, ich grüße auch nicht jeden, aber Leute, die mit mir Blickkontakt aufnehmen, grüße ich, ne? Die haben ja schon, sobald der Blickkontakt besteht, oder sobald die Leute an dir vorbeilaufen, du bist beim Spazieren im Wald und jemand kommt auf dich zu, ne? Das wäre unhöflich, den Menschen nicht zu bewerken. Das wäre sogar eigentlich fast schon, finde ich, eine Gewalttat. Ne? Ah ja, so ihn einfach zu ignorieren, ne? Das ist schon was sehr, sehr Negatives. Auch ein Jogger, der jetzt Musik hört, wenn ein kurzes Nicken, so ein kurzes Anlächeln, ist einfach was Schönes. Und das also sowas, mich beschwingt sowas immer. Und wenn es nur für 5 Minuten ist, wo du denkst, ah cool, irgendwie, ja schön, kurz mal irgendwie gegrüßt, war bestimmt ein netter Kerl oder eine nette Dame oder, ja, vor allem alte Leute, finde ich, bei denen ist es am wichtigsten und am schönsten. Wenn du so alte Leute siehst, ich habe so im Dorf ist so eine alte Oma, so ganz klassische deutsche Oma mit Kopftuch noch und allem und so ihre Schürze, die kommt dann immer raus und zupft ihr Unkraut schön, ne? So richtig nicht aus den Knien arbeiten, sondern immer schön aus dem Rücken.
Also da springt dir die Bandscheibe schon fast ins Auge, wenn du dabei zuguckst. Und die haben dann immer so, also so alte Leute haben oft so ein ganz arg gequältes Gesicht. Aber wenn ich dann irgendwie spazieren gehe und die grüße, oder mit den Kindern, das ist ja eh nochmal was, und die grüßen die dann einfach so, so mein Großer, der Jascha, der ist sowieso so ein Grüßer, der grüßt jeden, aber ganz aggressiv, ne? Und auch in der Stadt dann, ne? Hallo, hey, hi. Und du siehst, wie die Leute auf einmal aufhellen und wow, hey, cool, ich wurde bemerkt, ne? Das ist einfach schon mal, das ist schon mal eigentlich. Wem man das wohl hat, ne? Na, tatsächlich von mir tatsächlich so nicht. Das ist mir dann fast schon wieder unangenehm, weil der dann auch wirklich am Fenster klopft und aus dem Auto rausschreit oder irgendwie sowas. Hey, hallo, hi. Der sucht einfach den Kontakt. Aber ich merke einfach, was es für eine Reaktion hat. Ich habe noch nie erlebt, dass es darauf eine negative Reaktion gab. Im Gegenteil, es haben sich schon so viele schöne Gespräche daraus ergeben. So. Und auch alte Leute, die sich dann bedankt haben, so, oh, das ist aber schön, dass du Hallo gesagt hast, Dankeschön. Und die haben einfach dann ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist schon was Schönes. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich sag nur, ich würde beim Joggen zum Beispiel nicht gegrüßt werden wollen. Ich bin da in meinem Film. Ja. Alles bringt mich raus. Du alter Misanthrop, du. Nein, ich bin kein... Weißt du, das ist... Ich weiß, was du meinst, wenn man... Ich versuche, Respekt davor zu haben, wenn ich merke, jemand ist gerade in seinem Prozess. Und du weißt, dann kann ein Geräusch dich rausbringen. Aber manchmal ist es ja schön, wenn du aus dem Prozess rausgemacht wirst. Wenn es gerade so ein leichter Prozess ist. Ja, aber dann spürst du das auch. Ne? Ja, okay. Der Fall eintritt. Wird halt keine generelle Regel draus machen. Nee, generell nicht. Aber man muss sich irgendein Verhalten aneignen. Es ist immer schwierig, so sich beide Seiten einer Münze anzueignen. Ne? Mhm. Also dann ist man nur am Nachdenken. Dann ist man so, okay, da kommt jetzt jemand. Okay, was mache ich jetzt? Okay, jetzt muss ich erstmal spüren. Ah, ist der gerade in seinem Prozess? Ah, ich weiß es nicht. Ah, hi, servus, hi. Ah, scheiße, der war in seinem Prozess. Ja, Sozialinteraktion ist scheiße, ne? Ja. Ja, ja. Nee, ja, dann ist man halt einfach, versucht mal eins aus. Und muss halt mit dem fahren, was dann am besten funktioniert. Mhm. Tja. Aber ja, lass mal weiter in die Konditionierung gehen, ne? Genau. Und zwar hast du eigentlich mir vorhin den perfekten Ball zugeschmissen, und zwar mit Satellit und GPS. Und eigentlich hat das ja auch... Ist es wieder soweit, oder? Okay. Also ist es schon wieder soweit, fangen wir direkt an mit der Schwubblerei. Und es hat ja auch was mit der ganzen flache Erde-Thematik und sonst irgendwas zu tun. Und diese Satellitengeschichte, da habe ich mich einfach letzte Woche arg mit auseinandergesetzt, mit dem Spacelink von Elon Musk und auch mit dieser ganzen Geschichte, was in Amerika abgegangen ist, ne? Diese Ballons da, Spionageballons, also wirklich so, wo du dir auch denkst, fuck, Alter, wenn es Satelliten wirklich gibt, warum braucht es dann Spionageballons, ne? Ist eigentlich voll bescheuert. Ist eigentlich viel einfacher für die, mit dem Satellit drüber zu eiern und dann irgendwie da runter zu gucken. Vor allem kann ich mich auch dran erinnern, und ich weiß auch, dass der Alexander Wagner das in seinem letzten Video gesagt hat, das ist echt schon lange her, dass man so stolz drauf war, dass man mit den Satelliten sogar schon Nummernschilder lesen könnte. Ne? Und das hat man auch in ganz vielen Actionfilmen immer gesehen. Ne? Satelliten sind schon so gut, du kannst bis runter zoomen. Und selbst wenn das jetzt irgendwie nicht öffentlich wäre, glaube ich, dass das so Militärgeschichten schon machen könnten, wenn es Satelliten geben würde. Und da fangen wir mal einfach mit dem Punkt der Konditionierung an. Ne? Ich meine, es ist mittlerweile gang und gäbe, dass Kinder nicht nur in der Schule, sondern auch schon zu Hause mit so, nicht nur Science-Fiction groß werden, sondern halt auch so mit Weltraumgeschichten. Ne? Satelliten, Kugelerde, andere Planeten, Weltraumreisen, Science-Fiction, Star Wars, was weiß ich. Ne? Das sind alles Reize, die kommen rein, und die Reaktion von den Kindern ist erstmal eigentlich, ja okay, geil, ist interessant. Aber irgendwann ist die Reaktion von dem Kind, dass es immer so eine innere Bestätigung gibt. Ne? Irgendwann denkst du da nicht mehr drüber nach. Oh, ein Globus, ja klar, ist Realität, ne? Oh, die Erde, oh, der Weltraum, oh, Satelliten, oh, NASA, oh, ISS, der Reiz kommt, und ich bestätige es mir immer wieder selber, weil, naja, mein Lehrer sagt mir, das ist richtig, mein Vater hat mir damals mit 3 schon einen Globus geschenkt, ich habe meine Science-Fiction-Bücher zu Hause, Star Wars, also es ist so präsent, der Reiz, dass die Reaktion irgendwann immer so ins Unbewusste reinfließt, und die Reaktion ist, alles klar, ich erkenne das an als Wahrheit. Genauso wie mit den Satelliten, ne? Ich meine, wir sind damit aufgewachsen, so, ja klar, Satelliten, Fernsehsatelliten, bla 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 bla. Die werden auch hochgeschossen, sind auch an diesen Raketen dran. Aber im Endeffekt, und das Gleiche ist es für mich auch bei diesem Flache-Erde-Thema, keiner von uns kann das wirklich für sich bestätigen. Ne? Also empirisch jetzt, ne? Dass ich jetzt dranhocke und sage, okay, ich versuche jetzt einen Beweis dafür zu finden, der mir wirklich auch beweist, dass da oben jetzt Satelliten rumeiern und vor allem, dass die dann auch zum Beispiel gerade für sowas wie GPS irgendwie verantwortlich sind, ne? Dabei könnten es ja auch andere Geschichten sein. Und das ist eine Konditionierung, die ich unglaublich fies finde. Vor allem auch, wenn es um diese Form der Erde geht, weil die Kinder schon konditioniert werden, das zu glauben und als Realität anzunehmen. Und du hast einen ganz, ganz schwierigen Standpunkt, wenn du nur mal drüber reden willst, ob das denn sein kann, ne?
Du musst ja nicht mal sagen, hey, flache Erde hier und es gibt nichts anderes und bla bla bla, ich bin voll davon überzeugt. Sobald du nur das anzweifelst, dass es sowas gibt, bist du schon eigentlich raus aus dem Gespräch, ne? Und kannst eigentlich überhaupt, also man kann mit Leuten, die da wirklich davon überzeugt sind, die so akkonditioniert sind, auch gar nicht darüber diskutieren. Weil ja, du, ich bin nicht konditioniert. Okay, sagen wir mal so, ich war einer von denen, die schon in der ersten Klasse sich für Astronomie interessiert haben. Und ich bin da insofern, also wir können da gern drüber reden. Und das mit den Satelliten war auch eins der ersten Argumente, wo ich dir gesagt habe, okay, ich höre mal genauer zu, weil das war eins der ersten Dinger, habe ich dir gesagt, die ich nicht ganz verstehe. Wenn die Satelliten wirklich in 50.000 Kilometer Höhe sind, also 5.000 Mal höher als ein Flugzeug, dann ist es natürlich verblüffend, dass die so hell sind, dass die Reflexion also dann so stark ist da oben. Ja? Dennoch, schau, das Erste, was ich mal sagen würde, wäre, und wir haben ja letzte Woche über diesen Prozess der Wahrheitsfindung gesprochen, und der ist ja ganz interessant. Wir haben gesagt, eine Wahrheit findest du so, dass du immer, immer weiter zweifelst, bis du irgendwas findest, was übrig bleibt, was du nicht mehr wegkriegst. Jetzt musst du bedenken, ich weiß ja, dass du in dem Thema, dass das dir irgendwie eine Angelegenheit ist und deswegen bin ich gern bereit, drüber zu reden. Danke. Ich schau, das, was ich halt zuerst zu bedenken geben würde, wäre, du kannst nicht abstreiten, dass auch Dinge funktionieren, die du nicht verstehst. Ja? Natürlich, ja. Nehmen wir allein mal ein Flugzeug. Wenn du so ein Flugzeug sehen würdest, würdest du sagen, niemals fliegt dieses Ding. Ja. Ja. Über die Technologie können wir streiten. Wir denken alle, das geht auch irgendwie Schaubergermäßig, aber scheinbar hat es doch keiner erfunden. Ja? Und dennoch würdest du sagen, niemals, dieses Metallding, das fliegt nicht. Ja? Strom ist uns ein komplettes Rätsel. Ich kann dir erklären, wie eine Blockchain funktioniert, wie ein Transistor funktioniert. Und dennoch kann ich dir nur wiedergeben, was ich gehört habe. Exakt. Aber ich kann dir nicht wirklich sagen, warum das so ist. Ja. Ja? Du wiederholst. Dennoch gibt es diverse technische Wunderwerke, die funktionieren, obwohl ich es mit gesundem Menschenverstand nicht erklären kann. Ich springe im Zug hoch und der Zug bewegt sich nicht unter mir weiter. Das heißt, es gibt sowas wie relative Initialsysteme, dieses ganze Zeug, was halt mit der Relativitätstheorie zusammenhängt, wenn man dran glaubt. Also Dinge, die sich erklären lassen, obwohl es dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Das ist mal das eine. Das andere ist halt, weißt du, dadurch, dass ich halt von der Astronomie komme und dann irgendwann zur Astrologie übergegangen bin. Als Astrologe ist es ja so, du machst eine gewisse Jahresvorschau. Das heißt, du schaust in deinen Apps nach, wann ist denn die nächste Neptun-Saturn-Konjunktion? Weil du das brauchst. Es ist wichtig zu wissen, wann ist denn das? Ja. Und die Berechnungen, die sich ableiten lassen von diesem Modell, das wir haben, eben das, die Erde rotiert und so, die Berechnungen funktionieren. Also wenn ich jetzt feststelle, okay, Neptun-Saturn-Konjunktion ist im Dezember und ich trage mir das im Kalender ein, dann ist die da auch tatsächlich. Also das findet statt, wenn ich mir das ein oder zwei Jahre vorher in den Kalender eintrage, was du als Astrologe machst. Das heißt, du musst zumindest anerkennen, okay, die Berechnungsmodelle funktionieren. Und dann könntest du nur sagen, na gut, sie haben ein Berechnungsmodell gefunden, was sich der Lüge anpasst. Also das heißt, du könntest zu allem eine Formel finden, die funktioniert, obwohl es eigentlich ganz, ganz anders ist. Ja? Das ist die Frage, ob so eine Lüge möglich ist. Aber vor allem möchte ich mal zu bedenken geben, weißt du, ich glaube, man muss mit diesem gesunden Menschenverstand ein bisschen aufpassen. Weil man kann dazu tendieren zu sagen, alles, was der mir sagt, ist richtig. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Vielleicht ist die Realität manchmal auch deutlich komplizierter, als du denkst. So kompliziert, dass du es schon gar nicht mehr in dein Hirn kriegst. Ja. Ja. Weil möglicherweise, selbst wenn du von einer anderen Form ausgehst, sind gewisse Fragen wie die Gravitation immer noch sehr, sehr schwierig. Ja. Definitiv. Es gibt so viele Fragen, die schwierig sind. Im Endeffekt sind alle Fragen, die versuchen, unsere Welt in einem höheren System zu beschreiben, für uns als Individuum schwierig, weil wir können es nicht beweisen. Ne? Was kannst du schon wirklich beweisen? Und was uns schon alle stutzig machen sollte, ist, dass das System anscheinend einen riesengroßen Wert darauf legt, dass wir eben diese ganze Weltraumgeschichte glauben. Die Programmierung ist perfide, sie ist von Anfang an drin. Die Science-Fiction-Industrie ist riesengroß. Das sind Milliarden, die da jährlich umgewälzt werden.
Kinder, die schon mit Lego Star Wars groß werden. Wie gesagt, jedes Kinderzimmer hat früher einen Globus gehabt. Du hast so viele Kinderserien, wo das Thema von Aliens, was weiß ich, aufgenommen wurde. Wirklich, es gibt eigentlich fast keine neuere Serie, die dieses Thema nicht irgendwie aufgreift. Und deswegen muss da schon irgendwie was komisch sein. Das heißt, wir können zumindest mal schon sagen, okay, es ist wahrscheinlich anders, als man uns erzählt. Okay, aber du kannst doch sagen, es könnte das Netflix-Phänomen sein oder das Gaia-Phänomen, dass sie dir 95% Wahrheit erzählen und 5% Bullshit. Aber die 5% Bullshit sind so schlimm, dass es die ganze Wahrheit zunichte macht. Dass beispielsweise, vielleicht ist der Kosmos riesengroß. Ich brauche das nicht, dass wir Menschen die zentrale Position in unserem Universum haben. Vielleicht sind das unglaubliche Entfernungen. Nur das mit den Aliens wird vielleicht zu sehr hoch gepusht. Hm? Ja, aber jetzt geh doch mal von aus, wenn du jetzt mit dem gesunden Menschenverstand, was kannst du wirklich als Individuum, als Beobachter wahrnehmen? Das ist ja das Einzige, auf was du dich wirklich irgendwie verlassen kannst, ist die Informationen, die du nicht irgendwie über Medien oder sowas bekommst oder über Bücher, das sind ja gut, sind auch Medien, sondern die du durch deine eigene Wahrnehmung generierst. Ne? Mhm. Und was ich sehen kann, ist, ich stehe hier auf der Erde, die ist für mich mehr oder weniger flach, natürlich Berge, Täler, was weiß ich, aber ich kann nicht wahrnehmen, dass ich auf einem Ball stehe. Ich kann es aber auch nicht verneinen, ne? Dass ich auf einem Körper irgendwie drauf bin, der durchs All schwebt, ne? Aber ich kann die Behauptung auch nicht beweisen, ne? Ich kann da nicht rausfliegen, ne? Es ist für mich unmöglich. Und vor allem gibt es einfach so ein paar Stolpersteine, gerade auch bei Satelliten, was du schon gesagt hast, ne? Habe ich witzigerweise auch bei dem Spacelink gelesen. Es ist, glaube ich, auch bei Wikipedia drin. Dass man sagt, ja, man wird wahrscheinlich so leuchtende Perlenschnuren am Himmel sehen, aber die werden, und es stand wirklich so drin, die werden weniger hell sein als die meisten Sterne. Und nur zu gewissen Zeiten können die das, also es müssen echt sehr spezielle Zeitpunkte sein, wo die das Licht der Sonne auch reflektieren können, dass du das siehst. Macht ja auch Sinn, ne? Die Sonne muss in einem bestimmten Winkel stehen, dass das Licht da drauf geht, dass es dann zu dir runtergespiegelt wird. So. Ich habe die schon öfter gesehen. Ich habe die auch schon öfters gesehen. Bei dem letzten Video, was du im Telegram-Kanal gepostet hast, sieht man es übrigens auch, ne? Mit dem Windrad. Aber sie sind verdammt hell. Und vor allem, sie sind auch sehr, sehr gut sichtbar. Was auch wieder komisch ist, weil eigentlich so ein Satellit da oben, du hast es ja gesagt, 50.000, 60.000 Kilometer sind die weg. Eigentlich dürfte man die nicht so sehen. Und dann sagen viele Leute, ja, aber man kann doch mit einem Fernglas dann die ISS sehen. Ja, was siehst du? Was siehst du wirklich? Ist es die, also nur weil du da oben, wenn du jetzt durch das Fernglas ein Objekt siehst, das aussieht wie die ISS, bedeutet das gleichzeitig, dass die jetzt da oben wirklich ist und dass da Astronauten drin sind und irgendwas andockt und was weiß ich? Ist es nicht auch denkbar, wie du schon sagst, dass es viel komplexer ist und dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, uns da zu täuschen? Und ja, wenn wir uns jetzt unsere jüngere Geschichte angucken, auch die ältere Geschichte, die eigentlich hier in unserem wunderbaren Kali Yuga aus Verwirrung und Täuschung bestehen, ist es das so undenkbar, dass dass irgendwelche Menschengruppen sich einen riesen Aufwand daraus machen, uns da irgendwie eine Lüge zu erzählen? Nein, natürlich nicht. Ich sag mal so, schau. Ich kann dir einen Vorschlag machen. Du schickst mir mal so ein paar richtig gute Beiträge von Leuten, die dieses offizielle Modell in Frage stellen. Und ich werde mir das durchsehen, weil ich da nicht so up to date bin. Weißt du, was gerade so deren Argumente sind? Das Kernproblem, was ich diesen Leuten bisher vorwerfe, ist, dass ich sie als reine Theoretiker sehe und nicht als Empiriker. Weil, wenn etwas an dieser Lüge dran wäre, und die ist tatsächlich, das ist ja noch über Tataya, du weißt, bei Tataya bin ich auch skeptisch, aber ich schaue immer mal wieder was an und ich sage, es gibt zwei, drei Dinge, wir werden nächste Woche wahrscheinlich drüber reden, da finde ich es sehr, sehr spannend. Bei Flat Earth bin ich noch deutlich weiter davon entfernt, weil ich halt eben weiß, dass die Berechnungen stimmen, ja. Wir müssen es auch gar nicht, sagen wir einfach, die Form ist anders, der ganze Kosmos ist anders beschaffen, als man uns sagt, ja. Trotzdem, wenn das rauskäme, dann würde das ganze System zu Fall bringen, noch mehr als Tataya. Ja. Das heißt, es wäre eine Revolution gigantischen Ausmaßes. Die Lüge wäre, dann müsstest du gar nicht mehr über Geldsystem und diese ganzen Dinge reden, weil das würde alles zusammenfallen, weil klar wäre, okay, wenn sie sich bei dem fundamentalen Ding anlügen, dann stimmt das ganze andere auch nicht, ja? Das heißt, wenn du jetzt denkst, okay, ich bin einer von diesen Pionieren, der das wirklich in Frage stellt,
Und ich möchte dir sagen, die Geheimgesellschaften früher bei den Pythagoreern, da hat man beispielsweise gesagt, da war es ein Initiantenwissen eines sehr hohen Grades, dass die Erde rund ist. Da musst du dich auch fragen, warum ist es denn so ein hoher Grad? Und da bekommst du dann die Lüge gelehrt. Ich meine, wäre auch witzig, könnte natürlich sein, das Geheimnis ist dann die Lüge oder so. Ja, aber was beschreibt, das ist da, ja. Ja, pass auf, ich bin mit meiner Argumentation noch nicht fertig, das war ja nur gerade. Nebenbei, dass es als Geheimwissen galt, schon früher, bevor das offiziell war, dass die Erde rund ist, in gewissen Gesellschaften, nicht nur bei den Pythagoreern, aber auch. So, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du davon ausgehst, dass wir damit aber belogen werden, dass es anders ist, dann bist du ja beteiligt an was ganz historisch Wichtigen. Und diese Wichtigkeit, also wenn es dir als dein Herzensprojekt erscheint, diese immense Lüge aufzudecken, dann musst du da doch ein gewisses empirisches Risiko eingehen. Dann müsste man sich doch in diesen Subreddits zusammentun und sagen, okay, wir überlegen uns jetzt mal zusammen eine Versuchsanordnung. Es muss ja so ein paar Wissenschaftler unter uns geben. Und wenn man sich, weißt du, einer allein, da wird es schwierig. Aber mehrere, und gerade wenn da vielleicht welche dabei sind, die auch technisch ein bisschen Ahnung haben, dann kann man sich ja eine Versuchsanordnung ausdenken, um gewisse Dinge zu testen. Beispielsweise könnte man testen, ob man nicht zusammen doch irgendwie zum Südpol kommt. Solche Dinge. Ja. Aber gibt's ja. Die Versuche gibt's durchaus. Also es gibt viele. Also weißt du, das, was ich sehe, sind halt vor allem Telegram-Channels und YouTube University. Und das wird dann retweetet und weiter geteilt. Und ich sehe aus der Szene sehr, sehr wenig, die versuchen, weißt du, wenn du sagst, ich orientiere mich an Galileo, dann weißt du, was für ein Risiko Galileo eingegangen ist. Und natürlich möchte ich hier niemanden zu irgendwelchen Straftaten aufrufen und ist wahrscheinlich in dem Fall auch gar nicht nötig. Du kannst dir einfach überlegen, was ist denn legal? Ja? Und den Tartaria-Leuten sage ich eben das Gleiche. Denen sage ich dann, geht mit euren Sonden los. Wenn ihr so riesige Städte unter der Wüste von Nevada erwartet, wenn ihr das alles auf Google Earth seht, dann zieht doch los. Dann müsst ihr halt mal einen Spaten in die Hand nehmen, damit wir auch richtige Beweise mal haben, damit ihr nicht immer diese Fotos von vor 200 Jahren teilen müsst. Aber weißt du, das ist mein ganzes Problem mit der Sache. Ich sehe keine Empiriker, ich sehe reine Theorie. Na, das stimmt nicht. Ganz, ganz viele aus der flachen Erde Community versuchen wirklich Experimente auch zu machen. Teilweise sehr laienhaft, das muss man auch sagen. Aber ja, weißt du, bei deiner Argumentation fällt mir auf, dass du auch wieder ganz viele Annahmen hast. Ne? Du sprichst von Pythagoras, du sprichst von den Pythagoreern von Galilei, aber das ist ja auch eine Information, die du bekommst, und du hast überhaupt gar keinen Beweis dafür, dass erstens diese Leute überhaupt wirklich existiert haben. Du hast, wenn du jetzt versuchst, du kommst an keine Originalschrift von Galilei zum Beispiel. Du kommst nur an Abschriften von irgendwelchen christlichen Mönchen, und da sind wir schon wieder beim Tartaria-Thema, ne? Dass die ganze Geschichtsschreibung eigentlich aus christlich-mönchenmäßiger Schreibfeder kommt. Also das Wichtige ist, dass man sich erstmal klar macht, was habe ich für Annahmen überhaupt, was die Welt angeht. Und im Endeffekt, du sagst, in erster Linie ist meine Reaktion auch, hey, das ist ein Riesenthema, eine riesengroße Lüge, aber genauso ist es ja eigentlich auch das Gnostizismus-Thema. Das ist ja auch ein riesengroßes Ding, wenn du dir mal darüber Gedanken machst, okay, da ist der Demiurg, das sind die Archonten, das müsste genauso einschlagen, und es ist auch schon ewig lang ein Thema, aber anscheinend hat es nicht diese Wirkung, die wir uns erhoffen. Und das Gleiche ist es mit diesem Flache-Erde-Thema. Und für mich ist es einfach so, mich bringen diese ganzen Themen wieder zu mir zurück und bringen mir Stabilität, weil ich einfach sagen kann, pff, was soll's? Für mich ist es komplett unsinnig, mich auf irgendwelche Theorien zu verlassen, sei es jetzt die Kugeltheorie, auch die Flache-Erde-Theorie. Ich lehne beides in gleichem Maßen ab. Ich sehe in beidem die Programmierungsversuche. Ne? Ich muss immer von meiner eigenen Wahrnehmung abgeben. Für mich bin ich hier auf der Erde drauf. Für mich dreht sich der Himmel um mich rum und nicht die Erde. Und das war's. Weiter kann ich nicht kommen. Und mit dem muss ich erstmal zufrieden sein. Vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, wo es wirklich einen riesen Impact auf uns als Gesellschaft hätte. Aber an dem Punkt sind wir nicht. Ne? Wir sind mittendrin in der Verwirrung. Das heißt, dieses Thema wird eher sogar noch schlimmer werden für die Menschen. Ne? Die Menschen werden noch mehr festhalten daran, dass wir tatsächlich auf einer Kugel sind und dass es so arg wichtig ist. Und ja, ich meine, aus deiner eigenen Lebenserfahrung bist du hier als Mensch auf einer Erde und du spürst ja nicht, dass es sich bewegt, oder? Spürst du, dass sich die Erde mit mehreren Millionen Stundenkilometer durchs All durchschießt? Nein, aber wie gesagt, es gibt relative Initialsysteme. Wenn du im Zug hochspringst, dann geht der Zug nicht unter dir durch. Weißt du, schau, es gibt Trägheit der Masse.
Aber trotzdem, das sind wir wieder in, das sind wir auf einmal wieder in Annahmen und Theorien drin. Und darüber kann man sich nur streiten, weil letztendlich kannst du nichts beweisen, ne? Weiß ich, okay, pass auf. Schau, ich kenne halt den Sternenhimmel, ja, und ich beobachte das sehr viel. Und wenn du mal dir wirklich das anschaust, wie sich das alles um den Polarstern dreht, wie die Ekliptik funktioniert, warum der Mond mal tief, mal hochsteigt, dann ist diese Berechnung nicht einfach zu erklären, warum das so ist. Und bevor man von der Kugelform der Erde ausging, war es eben deutlich schwieriger. Also da musste man ganz, ganz komische Epizyklen der Planeten annehmen, damit du diese rückläufigen Bewegungen vom Merkur beispielsweise berechnen kannst. Das hat vorher keinen Sinn gegeben. Speziell da, wo du noch alles geozentrisch hattest. Ja? Schau, das ist halt der einzige Grund, warum ich sehr daran hänge. Stimmt, ich habe keinen empirischen Beweis, aber ich weiß, dass die Berechnungen funktionieren. Und das Einzige, was ich dir sagen kann, wo ich sehr, sehr viel drüber nachdenke, wir hatten in der letzten Sendung schon ein bisschen das Thema Kataklysmen angesprochen. Ne? Und ich denke unter dem Gesichtspunkt drüber nach, ich wollte immer so die westliche und die vedische Astrologie so ein bisschen in Einklang bringen. Und es geht nicht so richtig. Und es ist unfassbar ärgerlich, dass es nicht geht. Weil das führt dazu, dass niemand genau sagen kann, wann das Wassermann-Zeitalter beginnt beispielsweise. Oder ob das Wassermann-Zeitalter überhaupt Sinn gibt. Ja. Und ich kann nur jedem mal empfehlen, in der dunklen, sternklaren Nacht nach draußen zu gehen und das mal länger zu beobachten, wie alles um den Polarstern kreist. Und der Polarstern ist von Deutschland aus nicht relativ weit oben. Der steht relativ tief. Und das Gefühl, was ich immer wieder bekam, wenn ich mir das länger anschaue, war, es ist so, als ob irgendwas passiert wäre, was dieses Uhrwerk komplett aus der Bahn geworfen hätte. Es ist nämlich sowas von, wie soll ich sagen, es ist wie wenn du eine Uhr in die Dachschräge hängen würdest. So ganz komisch in die Dachschräge. So funktioniert diese ganze Ekliptik, auf der sich die Sonne bewegt. Die Sonne ist in diesen ganzen geheimen wissenschaftlichen Systemen ja immer das, was am ehesten für Christus steht. Aber ich sag dir, das lässt sich ganz einfach widerlegen. Zumindest wenn du unter Christus das Absolute verstehst. Weil das Absolute ist das Unveränderliche. Und wenn die Sonne eins nicht ist, dann ist sie unveränderlich, weil sie bewegt sich. Jeden Tag geht sie auf, Mittag geht unter, Nacht. Und das Absolute, das Ewige, wäre das Unveränderliche. Alles andere ist Maya. Also das ist genau metaphysisch. So kannst du, mich wundert, warum man das nirgends liest, weil es so offensichtlich ist, dass die Sonne das schon mal nicht sein kann. Wenn irgendwas hier das Absolute ist, dann der Polarstern. Das ist das Einzige, was hier unveränderlich ist. Nee, das stimmt aber auch nicht. Der Polarstern hat sich doch auch verändert. Ja, ich weiß, aber da musst du dann von der Kugel ausgehen, ne? Weil das ist dann die Präzisionsbewegung der Erdachse. Aber warum muss ich da von der Kugel ausgehen, ne? Also ein anderer Körper könnte sich doch genauso verändern, ne? Also ja, aber so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Der Polarstern verändert seine Position nur sehr langsam. Aber selbst für dich müsste die Kugel eigentlich mittlerweile komplett vom Tisch sein. Diese ganzen angeblichen Bilder, die wir von der Erde haben, ist Bullshit. Selbst Neil deGrasse Tyson hat schon zugegeben, die Erde sieht eigentlich mehr aus wie eine Birne. Die Südhalbkugel ist viel mehr ausgeprägt als die Nordhalbkugel. Genauso wie mit der Erdkrümmung. Die kann nie überall genau gleich sein, sodass wir eine perfekte Kugel haben. Guck dir mal an, in Amerika, ich weiß gar nicht mehr, welches Bundesland es da war, ist komplett flach. Das heißt auch Pfannkuchen, ne? Weil es einfach so flach ist. Genauso wie du ganz viele Flat Earther hast, die diese Krümmung schon an vielen Stellen widerlegt haben, die gesagt haben, hey, von hier aus kann ich viel weiter sehen, als es mir eigentlich möglich sein müsste. Das bedeutet zumindest, dass dieser Körper keine Kugel ist und ganz anders aussieht. Und wenn du dir diese ganzen Bilder anguckst, dann sind es einfach auch nur Bilder und ganz schlecht mit Photoshop bearbeitet. Du siehst teilweise Wolkenmuster, die einfach copy- und paste-mäßig überall reingemacht sind. Also ich kenne das, ja, aber das ist wie mit den Tataya-Bildern, wenn du mich überzeugen, Bilder allein nicht, weil tatsächlich, du kannst mit Photoshop sowohl das eine wie auch das andere beweisen. Warum die Kugel für mich nicht vom Tisch ist, weil, weißt du, mich stört schon immer so dieser Ausdruck Flat Earth. Also allein dieses, wenn, dann sollen sie es erstmal anders nennen, damit ich da überhaupt mal so ein bisschen im Boot bin. Aber warum? Weil für mich ist es so, weil die Kugel, die Kugel ist einfach dieser platonische Körper, der sich immer automatisch im Universum bildet. Ja, aber das ist doch auch nur ein... Schau, wie sich Leben bildet, schau, wie sich ein Kind bildet. Es ist immer diese scheiß Eizelle, aus der etwas entsteht.
Das ist immer das Natürliche, was sich bildet. Es ist doch nicht natürlich, dass sich eine Scheibe bildet. Ja, also ich bin auch nicht bei der Scheibe. Also ich, wie gesagt, diese ganze Scheibentheorie ist für mich eigentlich auch vom Tisch. Okay, aber das impliziert dieser Begriff leider. Ja, ja, aber es geht eigentlich nur um diesen ganzen Bereich, wo man, dass man das so darüber reden kann. Das offiziell in Frage zu stellen, sagen wir es mal so, ja. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass es die Kugel ist. Und alles, was du mir als Beweisführung hier in der Argumentation vorträgst, sind einfach auch nur Annahmen und Informationen, die du aufnimmst. Ne? Ich meine, klar, wäre es wunderbar, wenn der platonische Körper sich auch im Größeren manifestiert und wir dann auf einer Kugelerde sind. Aber das wäre doch auch nur für deinen Geist und für deinen Verstand geil, wenn es so wäre. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass die Realität dann so sein muss. Nee, und wie gesagt, nicht. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf. Ich sag dir nur, wenn du wirklich mal täglich den Himmel beobachtest und schaust, wie dieses ganze Uhrwerk funktioniert, dann wirst du relativ schnell erkennen, dass der Mechanismus sehr, sehr komplex ist. Und dass es nicht einfach ist, das zu erklären. Und du hast halt einfach unglaublich schlechte Karten, wenn das offizielle Modell dir das erklären kann, du es aber nicht erklären kannst. Weißt du bist hier in einer gewissen Bringschuld, leider, muss man sagen. Aber warum bin ich in der Bringschuld, weißt du? Die müssen mir das doch beweisen. Und die Beweise, die vorlegen, sind leider nicht glaubwürdig. Ich meine, du sagst doch selber, vielleicht ist das System viel komplexer, als wir denken. Wenn das da oben gar keinen richtigen Himmelkörper sind und das ganz anders funktioniert, wer weiß, wie sich da oben bewegen, ne? Ich meine, guck doch mal, im Kleinen wie im Großen, das ist unsere Sendung. Atomare Teilchen sind teilweise unglaublich schwer vorherzusagen. Guck dir mal Elektronen an. Wer sagt denn, dass es mit anderen Körpern am Himmel irgendwie anders sein soll? Weißt, also ich finde, deine Argumentation ist einfach nicht stichhaltig. Und ich versuche ja auch nicht irgendwie was zu beweisen. Ich sage einfach nur, ich finde das sehr zweifelhaft, dass wir anscheinend auf einer Kugel hier durch die Welt eiern. Weil die Kugel sich selbst schon widerlegt. Guck dir die Bilder von der NASA an. Wie anders die Erde aussieht auf diesen ganzen Bildern, die NASA offiziell veröffentlicht. Guck dir diese Copy-and-Paste-Scheiße an. Teilweise sogar irgendwelche anzüglichen Sachen mit drin. Teilweise haben sogar die Kontinenten andere Proportionen. Die haben andere Farben auf einmal. Ne? Es gibt diese Green Marble, es gibt die Blue Marble. Also es ist ganz, ganz verrückt. Ich meine, wenn es wirklich so einfach ist, wenn es Satelliten gibt und wenn man irgendwo hingeflogen ist im All auf dem Mond, dann müsste man doch einfach ein richtig geiles Bild von der Kugelerde haben. Und dann müsste das auch passen. Jetzt finden aber Leute auf der ganzen Welt heraus, dass es sehr, sehr viele flachen Stellen gibt auf der Erde, wo du viel weiter sehen kannst, als es dir die Erdkrümmung im offiziellen Narrativ eigentlich zulässig macht. Genauso wie so Sachen, dass das finde ich auch so ganz interessant an dieser Thematik, ist es mit der Perspektive, dass du dir als Mensch eigentlich mal aus deiner Perspektive bewusst wirst, wie du eigentlich siehst, ne? Dass unser Auge ja auch schon eine Krümmung hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du bist jetzt am Strand und siehst ein Schiff hinterm Horizont verschwinden, denkst du, ha ja klar, ist jetzt hinter der Krümmung irgendwie verschwunden. Jetzt kannst du aber mit einem Fernglas oder mit einem Teleskop das Schiff wieder hinter der Krümmung herholen, weil dieses Schiff einfach in der Perspektive hinten verschwindet. Aber wenn du hinzoomst, dann ist das Schiff wieder da. Und theoretisch müsste man eigentlich mit einem richtig starken Teleskop ewig weit zoomen können. Ne? Theoretisch, wenn es alles ganz flach wäre, bis zur anderen Küste. Eigentlich über die Kuppel hinaus. Es sind so viele Fragezeichen. Und ich sage gar nicht, dass ich von irgendwas überzeugt bin. Außer, dass das, was man uns offiziell erzählt, kompletter Bullshit ist. Ja, aber wenn es so offensichtlich wäre, dann wäre die Bewegung ja schon größer, die das erzählt. Schau, ich sag dir nur, wenn diese immense Lüge auffliegt, dann hätte das sehr, sehr weitreichende Folgen. Ach, Bullshit, Stefan, guck dir an, wie viel aufgeflogen ist die letzten Jahre. Wie viele Sachen? Aber wie, das kommt nicht daran. Das kommt natürlich, daran. Das ganze Gnostizismus-Thema ist viel zu krass, was daran kommt. Jetzt haben wir mit Corona haben wir gesehen, wie das System die Menschen komplett runtermacht und konditioniert und was weiß ich. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Konditionierung funktioniert sehr, sehr gut. Und die Leute können, du kannst den Leuten alles glauben machen. Guck mal, was die Leute im Christentum alles geglaubt haben, ne? Wie die Welt aufgebaut war. Da waren die auch davon überzeugt, dass du denen gesagt hast, hey, Gott existiert gar nicht und die Hölle unten ist auch gar nicht. Da hat die gesagt, bist du Bullshit? Wir haben doch ganz viele Beweise. Das sind 3000 Bischöfe, die sagen doch, dass es so ist. Wir haben Bilder, wir haben Zeugnisse aus der alten Zeit und du bist in der Bringschuld. Ja, okay, klar, da kannst du alles runterbuttern. Weil ich bin halt einfach kein Wissenschaftler und auch kein Wissenschaftler hat die Mittel und die Möglichkeiten, das zu erforschen. Das fängt ja schon an in der Archäologie. Nicht mal da werden Kleinigkeiten an Forschungsrichtungen unterstützt. In der Ägyptologie in Gizeh, wenn du da irgendwie Tiefenforschung machen willst mit irgendwelchen Radarsachen, das hat ewig gebraucht, bis die irgendwie, erlaubt wurden. Genauso diese Geschichte, was ich letzte Sendung erzählt habe, mit dem Kataklysmus in Kanada, dass man jetzt mittlerweile weiß, dass vor 12.000 Jahren dann Komet eingeschlagen ist. Das wurde verpönt und die Leute wurden verlacht. Und es mussten sich unabhängige Wissenschaftler mit Eigenkapital, mussten sich erstmal auf die Suche machen, um das zu machen.
Aber wenn die das machen, dann ist es schon mal gut. Ich sag dir nur, ich will empirische Versuche sehen. Aber wie willst du das denn machen? Wer soll die Möglichkeit haben, da sich hochzuschießen und sich das mal wirklich anzugucken? Das ist ja der einzigste Beweis, den es wirklich gibt, wenn du selber als Individuum hochfliegst und dir die Erde mal anguckst. Ach Quatsch, da kann man sich auch anderes überlegen. Schau dir mal frühe Interferenzversuche an und so weiter. Da kann man sich viele Versuche überlegen. Aber Experimente sind immer Auslegungssache, das weißt du doch genauso. Ja, Doppelspaltexperiment, ich kann das und das ableiten, ich kann auch ganz andere Sachen rausfinden. Deswegen meine ich das, es gibt auch in unserer Realität meiner Meinung nach überhaupt gar keine letztendlichen Beweise, außer die eigene Erfahrung. Es können 10.000 Leute mir sagen, ja, es gibt schon seit 20.000 Jahren eine Tradition, wir wissen, die Herdplatte ist heiß. Das kann ich glauben und es ist möglicherweise auch wahr, aber wirklich mit Gewissheit für mich tief verinnerlichen kann ich es, wenn ich selber drauf fasse. Und das ist genau das mit dieser, deswegen ist Konditionierung auch so fatal, weil die Menschen was als Wahrheit annehmen. Ein Reiz wird angelernt und die Reaktion ist, dass ich abnicke und sage, okay, hey, ja, es ist die Wahrheit. Ohne dass ich für mich selber überhaupt mal, ja, wie du sagst, einen empirischen Versuch gestartet habe. Und bei gewissen Themen ist es einfach nicht möglich. Ich kann auch nicht beweisen, dass eine Seele existiert. Ne? Wie will ich das machen? Wie will das irgendein Wissenschaftler machen? Okay. Also ja, wie gesagt, das. Wir sind jetzt so weit ab. Ich finde das schon alles ganz interessant und für mich ist eindeutig, dass ein Kataklysmus stattgefunden hat. Für mich ist es eindeutig, dass die Sonne nicht der Spiegel des Absoluten ist. Und es wird uns sicher weiterbringen, wenn die Leute alle rausgehen und den Nachthimmel beobachten. Das ist ja nur das, worauf ich hinweisen will. Ich finde wirklich, man muss sich den Sternenhimmel mal komplett einprägen, wissen, wie das alles da oben in Beziehung zueinander steht, bevor man auch übrigens Astrologe werden kann. Ja? Das sage ich auch immer. Also, was übrigens ganz interessant ist, ich habe die Woche, um mal wieder ein bisschen auf ein anderes Thema zu kommen, ich habe die Piste Sophia gelesen. Ne? Das ist ja einer dieser frühen gnostischen Texte und die Piste Sophia ist sehr, sehr verschlüsselt. Also es ist ganz, ganz schwer herauszufinden, worum es da eigentlich geht. Aber eine der besten Stellen ist, wo Christus in Zusammenarbeit mit Sophia erst in den Abgrund steigt und dann nach oben in das 13. Äon. Und der macht da so eine ähnliche Reise mit Sophia durch wie Ishtar, die in die Unterwelt steigt. Und das, was Christus macht, ist, also so steht es in der Piste Sophia, er reduziert den Einfluss der Himmelskörper, also der Planeten oder des Zodiacs, um ein Drittel, also um ungefähr 30%. Und das ist ja schon ganz spannend, darüber nachzudenken. Was heißt denn das? Also die Piste Sophia sagt letztendlich, es gibt wie ein Kontrollsystem und dieses Kontrollsystem hat Christus damals um ungefähr ein Drittel geschwächt. Ja? Das heißt, darauf will zumindest diese gnostische Schule ja etwas raus. Laut denen gibt es also so etwas doch wie einen freien Willen, der jenseits dessen ist, was wir hier den Tierkreis, ja, und diese ganzen deterministischen Dinger, also halt die Archonten nennen. Und das finde ich doch sehr spannend, weil die Kernfrage, über die ich mir gerade den Kopf zerbreche, und wenn wir bei Konditionierung sind, bei mir ist es so, weißt du, ich vereine mich wirklich mit der Frage. Wenn ich über was nachdenke, so ich werde die Frage, ich bin das sozusagen, ne? Und man sagt ja, dass der vedische Tierkreis vom westlichen Tierkreis um 24 Grad abweicht, weil das damals, also im Jahr 0 um Christi Geburt war das noch gleich. Und seitdem sollen die westlichen Astrologen irgendwie nicht mitgekommen haben, dass die Abweichung schon so groß ist. Was Bullshit ist, weil das waren alles Mathematiker, ja. Und John Dee lässt keine 20 Grad Abweichung zu. Und dennoch muss man sich fragen, falls es tatsächlich diesen Zeitpunkt gab, wo der westliche Tierkreis und der vedische Tierkreis genau übereingestimmt haben und das tatsächlich ungefähr um Christi Geburt war, dann muss das doch damit zusammenhängen, was tatsächlich der Christus war. Ja? Also das ist so eine Frage, die mich zurzeit einfach beschäftigt. Was war Christus wirklich? Und wie beschreiben die Gnostiker Christus? Weil ich glaube, so kommt man vielleicht doch an diese Figur ran. Weil
Schau, das Problem an unserer Generation ist ja so, dass wir mit Christus kaum was anfangen können. Einfach weil er durch die katholische Kirche ein so unglaublich beschädigtes Image hat, dass man keinen Bock mehr auf den Kerl hat. Und trotzdem muss er ja so wichtig gewesen sein, wann gab es das dann schon mal, dass sich so eine Geschichte 2000 Jahre lang hält? Das heißt, irgendwas richtig, richtig Bedeutendes muss das schon gewesen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Tierkreis einer dieser Schlüssel ist. Und wie eben gesagt, in der Pistis Sophia steht drin, dass Jesus zum Himmel fuhr und den Einfluss der Archonten um 30% reduzierte. Und dann kam er zurück zu seinen Jüngern und hat nochmal 11 Jahre gelehrt und ihnen diese Initiationen gegeben. Tja. Schwieriges Thema wahrscheinlich. Für mich ist das Thema genauso schwierig wie wahrscheinlich für dich diese ganze flache Erde-Geschichte. Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass erstens die Bibel 2000 Jahre alt ist und auch diese Jesus-Gestalt vor 2000 Jahren gelebt hat. Ich glaube, dass die ganze Geschichte viel, viel jünger ist. Für mich interessant ist immer diese Geschichte mit dem Christusbewusstsein, weil ich schon das Gefühl habe, ich meine, wie lange sind wir schon im Kali-Yuga, dieses Zeitalter der Verwirrung und dieses Hin- und Herstoßens und der Mensch ist der Mensch sein Feind? 5000 Jahre. Also dann wäre für mich so dieses Christusbewusstsein, so diese Initialzündung, das als Kontrapunkt zu dem Kali-Yuga, zu diesem dunklen Zeitalter, auf einmal dieser Funke reinkommt, dass der Mensch doch wieder, ja, wie soll ich sagen, Nächstenliebe zeigt, ne, dass man sich nicht wirklich in diese Verwirrung mit reinbringt. Also, dass er praktisch so ein Enterhaken ist, ne, wo auf einmal alle drauf zugreifen können. Ne, er macht auf einmal dieses Ding auf, er ist ein Vorbild, er pflanzt es vielleicht sogar rein in die Akasha-Chronik oder so. Und auf einmal haben die Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu befreien, wieder zu dieser Liebe zu kommen und zu einem höheren Sinn und aus dieser Verwirrung raus. Also da spüre ich schon auch irgendwie was, wo ich innerlich abnick, wo ich zu diesem ganzen anderen Christus-Thema, das durch den Katholizismus so verhunzt wurde, dass ich doch sage, okay, hey, da ist was dran. Oder zumindest gefällt es mir, ne? Also das da, wenn ich solche Zeilen lese, auch aus der Bibel von Jesus oder jetzt auch aus der Nakamadi-Bibel, die ich bei mir auch auf dem Klo liegen habe, dann nicke ich das immer ab. Ich finde das geil, ja klar, mal Nächstenliebe, das würde ich alles sofort unterschreiben. Aber das Interessante an der Gnosis ist halt, dass das halt diese weibliche Kraft betont. Und Sophia ist ja eigentlich Gaia Sophia, also einfach diese weibliche Kraft, die durch die Natur wirkt. Und auch in der Stimme der Stille von der Blavatsky steht, hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein. Also du musst mit der Natur zusammenarbeiten. Und das ist halt irgendwie dieser gnostische Schlüssel, dass auf der einen Seite der Demiurg diese ganze Matrix hier geschaffen hat und dennoch weiß Sophia über ihren Fall Bescheid und will in dir das Christusbewusstsein erwecken, dass du zusammen mit ihr da wieder rauskommst. Fühlt sich für mich definitiv stimmig an. Du, lass uns mal kurz Music Break, ne? Music Break ran und wir sind schon ein bisschen drüber. Ich habe noch gar nicht über meine Konditionierung-Dinger hier geredet. Ich habe noch. Du hast noch deine Zeit. Ich habe mein Pulver ja noch nicht verschossen. Nee, auf jeden Fall, Mann. Also, dann würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich, Leute. Yeah, das waren Gomer Pyle mit Drawback. Yeah, people losing their souls to turn into a fool. Die Leute verlieren ihre Seele, um ein Narr zu werden. Fett. Geiler Gitarrenride. Und ich würde sagen, bevor wir thematisch wieder einsteigen, lass uns kurz noch unsere kleine Ankündigung hier raushauen. Das haben wir nämlich vorhin vergessen. Du hast es ja schon angedeutet ein bisschen. Und zwar kommt der Frank Stoner zur nächsten Nachtmehrfahrt als Gast und die wird nicht im 2-Wochen-Rhythmus stattfinden, sondern nächste Woche Mittwoch. Das heißt, nächste Woche Mittwoch am 8. März. Weltfrauentag, ja. Weltfrauentag, perfekt. Ja, ist Frank Stoner. Ist Frank Stoner am Stissel und zwar geht es zum einen um Indien und ja, Archäologie 2.0 oder sowas, ne? Ich meine, was sind die neuesten Erkenntnisse aus der alternativen Archäologie oder was kann man da irgendwie rausziehen? Oder auch aus der offiziellen Archäologie. Frank Stoner hat ja passend dazu auch vor kurzem erst ein Video gemacht zu Göbekli Tepe,
was auch unglaublich cool war und auch genau mein Themengeschmack gerade trifft. Ja, so viel dazu. Oh yeah. Freut euch drauf, das wird, denke ich, eine richtig coole Sendung. Ja, ja, Frankie, freue ich mich. Und Charles kommt diesen Monat auch noch. Ja, stimmt, genau. Wo du gerade den Narren erwähnst, super geil. Charles hat ja ein Video neulich gemacht über den Narren, die historische Bedeutung des Narren und den Narren im Tarot und ja, auch noch einen kleinen Leckerbissen für euch. Das muss ich vielleicht die Tage mal als Short posten oder in die Telegram-Gruppe, damit ihr versteht, was ich meine. Aber ihr werdet wahrscheinlich den Orion am Himmel kennen. Ja, und klar. Ihr wisst wahrscheinlich, dass links unter dem Orion der große Hund ist. Also das ist der Sternbild, von dem der Sirius das Auge oder der Kopf des großen Hundes ist. Und wenn ihr euch mal den Orion und den großen Hund zusammen anschaut, dann fällt euch vielleicht etwas Interessantes ins Auge, falls ihr das Tarot kennt. Und zwar im Speziellen das Marseille-Tarot, von dem sich viele moderne Tarot-Decks ableiten. Nämlich dieser Hund springt in einem gewissen Winkel nach oben. Und der Winkel dieses Hundes im Vergleich zum Narren entspricht genau dem Winkel, dem Winkel des Hundes im Vergleich zum Narren auf der Tarotkarte. Ja, Vollmann. Zum großen Hund. Vollmann, weil der Sirius ist ja links unten der Eckstern vom Orion, ne? Ja, und beim Raider Weiter-Rose ist es praktisch nur so gespiegelt, ja, 180 Grad verdreht. Ja, aber da sieht man, da ist der Hund ja ein bisschen außerhalb, ne, und ist nur so am Fuß. Und bei dem Masetaro, da ist der wirklich ja mit seinem Auge genau auf der Arschbacke drauf praktisch. Das ist Wahnsinn, ne? Und wenn man das einmal sieht, ich finde, das kriegt man nicht mehr weg. Und du musst dir vor allem mal den Ellenbogen vom Nahen anschauen, sogar der entspricht ungefähr dem Orion. Das ist Wahnsinn. Und hat der auch ein Schwertgehänge oder sowas? Ja, gut, vielleicht. Schwert hat er nicht, ich glaube, genau, der Orionnebel fehlt. Aber sonst ist alles da. Und ich finde tatsächlich, wenn man das einmal sieht, das ist Wahnsinn. Da musst du sagen, okay, dieser Narr des Tarots leitet sich wahrscheinlich vom Orion ab. Aber warum? Weil für mich war der Orion ja eher so eine Herakles-Gestalt, ne? Ja, oder so eine Christus-Gestalt, ne? Auch Christus-Gestalt, findest du echt? Für mich war das eher so, ja, der Thor, der Herakles, also eher so der Mars oder, na gut, auch nicht, vielleicht nicht direkt der Mars. Ja, ich habe über Orion schon alles gehört. Weißt du, das ist auch so eine Figur, in die kann man alles reinprojizieren, was man will, wie es einem gerade passt. Der Narr im Tarot ist letztendlich das Alpha und das Omega. Also mit dem Narren, mit der Null geht's los. Ja. Mit dem Nichts wird auch alles wieder verschwinden. Insofern, weißt du, der Orion ist ja dieses komplett dominante Sternbild, an dem sich auch die Pyramiden und alles ausrichten. Exakt, das ist insofern gibt das schon Sinn, dass du im Orion, in Osiris, dieses Ultimative siehst, wo alles losgeht und wo alles endet. Und der Narr ist ja auch Parzival. Weißt du, der Narr ist ja der Gralsritter, der als Narr loszieht, dann aber immer weiser wird. Ja. Oder vielleicht gerade durch seine Unwissenheit. Ja, durch seine Unbedarftheit, ne? Und sich einfach treiben lassen. Intuitiv. Also das eigentlich ist ja, ne, er läuft auf diesen Abgrund hinzu, komplett unbedenklich, schaut nach oben und hat einfach dieses Vertrauen, dass nichts passiert. Ja. Mega. Aber du hast es auch gleich gesehen, oder? Ja, voll, Mann. Als jetzt, wo du es gesagt hast. Super offensichtlich. Also ich wusste das mit dem großen Hund nicht, dass der in den Orion reinreicht, aber jetzt mit der Info und dann das Bild hier, das ist krass, ja. Nein, der reicht nicht rein, aber es ist halt genau der Winkel. Ja. Und warum sollte in so einem Winkel der Hund springen, ne? Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz gute Überleitung zur Konditionierung. Zumindest die Unwissenheit. Denn ich wollte auch mal dich fragen, um so ein bisschen auf das Persönliche zurückzukommen, dass wir nicht alles immer nur auf die bösen Eliten projizieren müssen. Was empfindest du als deine größte Konditionierung? Weil ich möchte vielleicht mal so einleiten. Ich finde, das, was man nicht vergessen darf bei diesen Dekonditionierungsprozessen, wie letztendlich auch Human Design, die Gene Keys oder zu einem gewissen Grad Astrologie einer ist. Es ist ähnlich wie in so einem physikalischen System. Ich glaube, irgendein Nobelpreisträger hat es mal als dissipativen Zustand bezeichnet. Also wenn du ein System ins Chaos stürzt, dann ergibt sich erstmal ein extrem unstabiler, dissipativer Zustand und es dauert eine Weile, bis sich dieser stabilere Zustand dann herstellt. Du hast also als Ergebnis letztendlich ein Zustand, der stabiler ist als zu Beginn. Aber diese Zwischenphase ist unglaublich chaotisch. Und die Herausforderung, wenn man bei Leuten so einen Dekonditionierungsprozess einleitet,
wie man es beispielsweise durch Human Design machen würde, besteht darin, dass ich mittlerweile schon der Meinung bin, dass du die Leute da an die Hand nehmen musst. Sie brauchen zumindest einen Ansprechpartner, weil du darfst nicht vergessen, dass du ein funktionierendes System erstmal ins Chaos stürzt. Und das kann schwierig sein. Das ist ja letztendlich wie eine psychedelische Erfahrung. Es ist erstmal etwas, was dich sehr, sehr destabilisiert. Und dann brauchst du meiner Ansicht nach zumindest gute Ansprechpartner, die dir ein bisschen auf diesem destabilisierenden Weg helfen können. Ja? Und ich kenne das von mir. Also, um es vielleicht erstmal erzählen, bevor ich dich frage. Ich habe gemerkt, dass meine größte Konditionierung wahrscheinlich dieses Intellektuelle ist. Also ich habe mich immer für jemanden gehalten, der vielleicht eher zum Intellekt tendiert. Letztendlich ist es aber so, dass ich von meiner ganzen Ausrichtung her, wie es, was mir eigentlich entspricht, weit mehr an diesen unteren Chakren arbeite, weil da die Energie herkommt, weil da die Emotionen sind, die mich irgendwo auf den richtigen Weg leiten. Oder sagen wir besser so, ich habe oft gemerkt, dass die Denkerei mir nicht sonderlich viel bringt. Ja, dass das auf jeden Fall nichts bringt. Dennoch ist die Konditionierung natürlich unglaublich stark. Ja, diese Konditionierung, die du hast, wenn du dich immer an deinen Intellekt wenden willst. Und dennoch, der Zustand, in dem du erstmal kommst, der ist sehr, sehr instabil und du bist da am Kämpfen. Und mich würde interessieren, was hast du so rausgefunden? Was würdest du sagen, ist deine größte Konditionierung, an der du gerade am Arbeiten bist irgendwie? Bevor ich darauf eingehe, weil da habe ich direkt eine schnelle Antwort, möchte ich erstmal sagen, dass man auch feststellen muss, dass Konditionierung zum Menschen dazugehört. Es geht gar nicht ohne Konditionierung, ne? Die menschliche Erfahrung ist ohne Konditionierung, ohne diese Reiz-Lernerfahrungen, Reiz-Reaktionsmechanismen überhaupt gar nicht möglich. Ich meine, ich glaube, die erste Konditionierung, die jeder Mensch erfährt, ist, dass wir uns als unser Selbst identifizieren. Das wird uns konditioniert durch unser Umfeld, durch unsere Eltern. Ne? Wir identifizieren uns mit unserem Namen, mit unserem Körper. Wir sind auf einmal hier und inkarnieren in diese Welt. Und Konditionierung ist ja auch echt ein geiler Mechanismus. Man kann sich den ja auch aneignen. Ne? Es ist ja alles nur ein Instrument, weder gut noch schlecht. Und ja, wobei auf diese Konditionierung kommen wir gleich zu sprechen eigentlich. Ich finde, diese erste Grundkonditionierung ist ja eigentlich eine der wichtigsten. Ne? Definitiv, ja, aber es ist ja auch nicht wegzudenken. Ne? Also du kannst dir auch kein menschliches Leben ohne Konditionierung vorstellen. Ne? Ich meine, so funktionieren wir. Wir haben eine kulturelle Konditionierung, wir haben eine persönliche Konditionierung und die wird immer wieder aufgeweicht. Nur das Wichtige ist, das ist eigentlich fast wie mit diesem Askese-Thema, ne? Dass man das im Bewusstsein hat, dass es diesen Mechanismus gibt, dass man konditioniert ist. Und dass Dekonditionierung genauso wichtig ist wie Konditionierung. Ne? Ich meine, du musst dich als Teenager dekonditionieren. Du musst diese ganzen Sachen, die du von deinen Eltern beigebracht bekommen hast, diese ganze Erziehung, musst du auch wieder aufweichen und auflösen. Und auch im höheren Alter dann immer, kommt es immer wieder. Und ja, mein persönliches Dekonditionierungsthema ist eigentlich gerade so im Großen und Ganzen eigentlich Angst. Also ich habe mir das selber angeeignet, das wurde mir beigebracht, ich wurde so erzogen und wurde auch von der Gesellschaft so konditioniert, dass ich eigentlich in Angst lebe. Was ganz viele Dinge angeht. Und das ist echt verdammt fies, weil Angst ist keine bewusste Reaktion. Angst ist was Instinktives, es ist ganz tief in uns verwurzelt. Und deswegen ist es so unglaublich schwierig, auch damit umzugehen und nicht direkt vor der Angst zurückzuschrecken, sondern wenn du dich dekonditionieren willst, brauchst du ja eben immer wieder diesen Reiz. Das heißt, du musst mit dieser Angst arbeiten und umgehen. Und ja, das ist gerade so mein Thema, mit dem ich am Arbeiten bin. Die Angst, okay. Und was wäre die Strategie, um aus der Angst herauszukommen? Weil das, was ich letztendlich versuche, und wobei solche Dinge wie beispielsweise der Berg natürlich helfen, ist die Suche nach dieser inneren Autorität. Ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Nach diesem Punkt, den man noch sehr, sehr gut kennt. Und wo man dann oft am Verzweifeln ist, wenn auf diesen Punkt doch nicht immer Verlass ist. Ich hatte letzte Woche mal wieder so einen Zustand, ein, zwei Tage, wo mich tatsächlich meine Bilderflut übermannt hat. Wo ich nicht in der Lage war, diese Bilderflut zu stoppen. Und
dann gerät man manchmal so ein bisschen ins Zaudern. Man überlegt sich, wofür meditiere ich denn seit 10 Jahren? Hätte ich vielleicht doch 10 Jahre Witcher zocken können? Hätte ich vielleicht doch 10 Jahre einfach, hätte ich bei meiner StarCraft-Karriere weitermachen sollen? Es scheint ja nichts gebracht zu haben, die ganze Meditiererei, wenn dann doch noch solche Tage passieren. Aber im Großen und Ganzen, wahrscheinlich ist es einfach ein sehr, sehr harter Weg. Ne? Das ist nur das, was mir immer wieder auffällt. Ich sehe halt, die Kernkonditionierung als westlicher Mensch ist dieses Intellektualisierende, dieses Um-sich-Kreisen. Und ich habe meine Strategien, die teils sehr gut funktionieren. Und dennoch gibt es dann diese Tage, wo ich dem nicht gewachsen bin. Ja. Ich dann immer noch überlegen muss, ja, verdammt, wieder ein bisschen umdenken. Oder vielleicht soll es einfach so sein. Und das würde mich übrigens auch mal von euch interessieren. Was ist denn euer persönlicher Weg, um den Denkapparat, um diesen Affen zu zähmen? Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, was hat für euch funktioniert aus eurer Erfahrung heraus? Also jetzt nichts aus zweiter Hand. Jetzt nicht irgendwas, was ihr am Zen-Kalender gelesen habt, sondern etwas, wo ihr sagt, ja, das hat es für mich tatsächlich dann und wann gebracht. Ich habe schon mal meinen Weg geschildert. Ich versuche am ehesten diese Neti-Neti-Methode anzuwenden. Das heißt, du verkehrst jeden Gedanken in sein Gegenteil, beziehungsweise denkst das Gegenteil dazu. Also wie zwei Teilchen, wie als hättest du das Teilchen und das Antimaterie-Teilchen. Und diese Teilchen löschen sich dann aus. Und wenn es funktioniert, dann kommst du da in einen ganz exzellenten Zustand des No-Minds, den ich auch genieße, den ich wundervoll finde. Ja? Aber möglicherweise sind wir Menschen nicht darauf ausgelegt, diesen Zustand halten zu können. Ne? Aber es ist halt eben diese große Sehnsucht, die du hast, das spüre ich immer wieder in mir. Dass ich eigentlich, weißt du, dass ich einfach mich nach dieser Mystik sehne, nach dieser Unio Mystica, weil es einfach nichts gibt, was darüber hinausgeht. Und ich sehe, dass dieser trennende Verstand genau das ist, was einen davon abhält, das zu erfahren. Ja, das ist ja generell eh die große Schlüsselfrage, ne? Wie gehe ich mit meinem Verstand um? Aber ich glaube, dass wir, wie du sagst, nicht dafür gemacht sind, unser ganzes Leben lang in einem Zustand zu bleiben, ne? Diese Reise macht ja eben diese Vielfalt gerade aus. Und ich finde, dass wir das ja, wir hatten das ja auch off-air kurz, dass es eigentlich gerade für den Menschen so arg wichtig ist, auch in diese Zustände reinzukommen, wo du merkst, deine Instrumente funktionieren nicht. Ne? Du hast jetzt zwar 10 Jahre meditiert, aber trotzdem werden immer wieder Sachen kommen, die werfen dich um. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, wie fatal wärst es, wenn du so stabil wärst, was ja auch gleichzeitig bedeuten würde, dass du irgendwelche Schattenanteile stabilisieren würdest. Das heißt, die Welt ist so ausgelegt, dass sie dich immer wieder destabilisiert. Ne? Dieser 55. Chinki, das kommt ja immer wieder. Das ist eigentlich mit der wichtigste Teil. Weil wie einfach kannst du dich verrennen? Ne? Wie einfach kannst du glauben, dass die Erde flach ist? Wie einfach kannst du glauben, dass eine Hölle existiert und ein bärtiger Gott oben in der Wolke schwebt? Ne? Wie einfach ist es, in diese Verwirrung reinzugeraten? Und das ist eigentlich so gnadenvoll vom Leben, dass es dich immer wieder an deine Grenze bringt, wo du dann dir genau über solche Dinge Gedanken machst. Scheiße, es hat doch die ganze Zeit funktioniert und ich habe das so lange geübt und jetzt fickt es mich schon wieder 2 Wochen lang nach links und nach rechts und ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das scheint irgendwie dazu zu gehören. Und ich glaube, wir sind auch so konditioniert, allein schon durch unsere jüngere Geschichte, da ist so viel Scheiße passiert. Unsere Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern haben, glaube ich, so viele instabile Zeiten erlebt, dass es für unsere Generationen und auch unsere Elterngeneration ganz arg wichtig war, Stabilität zu generieren, ne? Und auch uns beizubringen. Ja, ist ganz arg wichtig, dass du dein Job, du musst jetzt Ausbildung machen und arbeiten und bla bla bla. Das heißt, in uns drin ist dieses Gefühl, okay, wenn sich was richtig anfühlen muss, dann muss es stabil sein. Und sobald sich etwas auflöst und nicht stabil ist, dann ist es scheiße und macht uns Angst. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für den Verstand, ne? Weil der Verstand braucht Stabilität, damit er als Identität existiert. Mhm, und absolut. Und sobald du... Moment, ich habe mir dazu, glaube ich, auch was aufgeschrieben. Lass mich da ganz kurz mal reingucken.
Ja, genau, da ging es eher um die Opferrolle. Aber das passt eigentlich auch relativ gut dazu, weil man sich relativ schnell in solchen Zeiten, wo es einfach happig wird und wo es einem nicht so gut geht, als Opfer fühlt, ne? Also, oh Gott, ich bin jetzt ein Opfer dieser Prozesse, ein Opfer dieser Welt, scheiße, was soll ich denn machen? Überall Krieg, das System versucht mir irgendwie an den Kragen zu gehen. Also, ich leide als Opfer. Und dieses Opfersein schafft einfach Identität. Und ja, der Mensch und der Verstand. Die Krankheit, ne? Ja, ja, genau. Und der Verstand braucht einfach diese Identität, um sich zu identifizieren als Rechtfertigung. Mhm. Aber sobald du diese Identität hast auf dem Spielfeld, bist du einfach auch manipulierbar. Und sobald du dich leidest und als Opfer fühlst, bist du umso mehr manipulierbar. Und wenn du noch Angst oben drauf hast, dann bist du einfach der perfekte Spielball. Und ich glaube, dass diese Angst auch nicht wegzudenken ist. Sie ist ganz arg wichtig, ne? Also meinen Kindern und mir selbst und uns allen, wir wurden irgendwann auf Angst konditioniert, was auch sinnvoll ist, ne? Angst macht dich eng, das heißt, es schützt dich auch davor, gewisse Dinge zu tun, die schädlich für dich sind. Und da Kinder noch nicht alles begreifen können, was ihnen schädlich sein kann, müssen ihre Eltern ihnen einfach in gewissen Dingen Angst machen. Und das ist ein Knackpunkt, denn wenn du diese Grundsteine, diese Angst legst, wenn du diese Angst konditionierst, dann hat das eine Auswirkung auf das ganze Leben dieses Menschen. Das heißt, du solltest aufpassen, dass du den Kindern nicht irgendwie sagst, hey, pass mal auf, geh abends, wenn es dunkel ist, nicht raus, weil dann kommt der Nachtgrab und er frisst dich. Das ist eine ziemlich beschissene Konditionierung, weil es irrational ist und weil es den Menschen sehr lang verfolgen kann. Wenn man den Kindern das aber irgendwie begreiflich machen kann, kannst du die Angst trotzdem konditionieren, so dass es das Individuum nicht so schwer hat, später das wieder dekonditionieren. Weil vor der Aufgabe stehen wir alle. Wir alle haben als Kind irgendwelche Sorgen und Ängste gehabt. Und wenn wir damit nicht bewusst umgehen und das irgendwie bewältigen, dann wird es uns im Erwachsenenleben verfolgen. Aber muss ich bewusst machen, dass das ganz arg wichtig ist. Und ja, also so Verstandesgeschichten sind vielleicht leichter zu dekonditionieren oder da kannst du leichter mit arbeiten, ne, weil es so im Bewusstsein ist. Aber die Angst ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sowas Instinktives. Das kommt einfach von ganz tief unten hoch und fährt durch die Glieder durch, macht alles eiskalt und macht alles schwitzig. Und ja, wie willst du sowas dekonditionieren? Das ist ja echt eine urige Reaktion. Und ich glaube, mein Take auf die Sache ist einfach, das bedingungslos zu akzeptieren, ne? Dass die Angst einfach dazugehört. Das heißt eigentlich, anders gesprochen ist, ich habe eigentlich durchgehend Angst. Ich versuche einfach die Angst zu einem Teil von mir zu machen und sie zu akzeptieren und zu umarmen und zu sagen, hey geil, okay, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt kommt sie wieder da, jetzt ist sie wieder da und ich lehne sie nicht ab, ich lasse mich komplett davon erfüllen und lasse dann auch irgendwann wieder los. Und das ist, also in den letzten 2 Wochen habe ich damit echt verdammt zu kämpfen gehabt und ich habe so viel versucht, mich davon abzulenken, weißt, also zu zocken oder abends dann doch mal 2, 3 Bierchen zu trinken oder sowas, aber du kannst nicht davon weglaufen und wenn es dich dann in deiner Ablenkung trifft, dann bist du irgendwie mit runtergelassenen Hosen erwischt. Das heißt, einfach versuchen, das irgendwie ja, zu integrieren. Ich meine, es ist ja durchaus Wahrheit daran, dass du angstfrei, jemand, der komplett angstfrei ist, den triffst du nicht, weil diese Leute sind alle tot. Also, es stimmt schon, dass diese Angst ja durchaus eine gewisse Funktion hat. Das ist eigentlich so der Knackpunkt an dieser Sache, weswegen es da ja schon gut von dir ausgeführt wird. Du bist da wirklich in so einem Drahtseilakt, gerade als Elter, der versucht seinen Kindern diese natürlichen Grenzen klar zu machen, ohne aber ja das ausarten zu lassen. Ich glaube, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und tja, ich frage mich, als du es vorhin angesprochen hast, diese erste Konditionierung, das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, hey, die erste Konditionierung ist eigentlich dieses Ich-Gefühl. Da hast du recht, genau, da geht's los. Das erste Mal, wenn ich mich fühle als jemand, der da ist, mit eigenem Willen. Und interessanterweise, der Transit, den wir gerade haben, durch die Gene Keys 37 und 40, also die beiden Hexagramme, die aktiviert werden, die aktivieren genau das Willenszentrum. Das heißt, so die letzten 6 Tage hatten wahrscheinlich viele Leute das Gefühl, dass sie einen sehr, sehr definierten Willen haben und eine Tatkraft. Aber ab morgen ist das wieder weg. Da ist darauf wieder kein Verlass mehr. Das wird mal ganz interessant, das zu beobachten. Ja. Und das, was ich mich tatsächlich frage, ist, ob diese erste Konditionierung,
dieses Ich-Gefühl, das ja im Westen nicht wegzudenken ist. Ob man tatsächlich ohne das leben könnte oder ob es tatsächlich illusorisch ist. Pass auf, ich erzähle mal kurz von der Heiligen, die heißt Ananda Majima. Das ist eine wundervolle Frau, die ist so ähnlich wie Ramana. Auch wenn man von der Bilder anschaut, dann weiß man direkt, okay, großartig. Die hat einfach dieses Leuchten in den Augen. Und die hatte ähnlich wie Ramana relativ früh so eine ganz, ganz tiefe Initiationserfahrung, wo die komplette Maya von ihr abgefallen ist. Und die hat ihr ganzes Leben lang immer nur von diesem kleinen Mädchen gesprochen. Sie hat nie mehr von ich gesprochen, ja. Sie hat immer nur gesagt, dieses kleine Mädchen denkt was auch immer. Und wenn man mal ein paar Tage diese Übung macht, man muss es ja nicht in der Kommunikation machen, aber zumindest im eigenen Denken, also dieses Ich zu vermeiden, dann finde ich das sehr, sehr interessant, was da in Gang kommt. Weil man merkt, wie unfassbar stark diese Konditionierung ist. Ja? Und ich glaube, dass es letztendlich tatsächlich auf jeden zukommen wird. Dennoch möchte ich nicht abstreiten, dass das Ego eine gewisse Funktion hat. Ich sage nur, es wird langfristig schwierig, etwas aufrechtzuerhalten, was so wandelbar und so illusorisch wie das Ego ist. Weil es das eben eigentlich nicht gibt, verstehst du? Weil du eigentlich jede Sekunde neu geboren wirst. Weil das, was wir als Kevin und Stefan bezeichnen, die hier das Licht unterwegs sind, die existieren gar nicht, ne? Deswegen finde ich diese Kernkonditionierung schon sehr, sehr spannend. Und in Indien gibt es ja viele, die das eben versucht haben. Und trotzdem verstehe ich, dass die meisten sagen werden, na gut, du wirst einfach lebensunfähig, wenn du versuchst, das hier umzusetzen. Guck mal, ohne das Ego hätten die ganzen Gurus doch gar nichts zu tun. Ohne Ego könnten wir überhaupt gar nicht diese ganzen Freuden genießen, diese ganzen Sachen, die dem Individuum so sehr schmecken. Und ohne Ego könnten wir es auch nicht loslassen, ne? Geil, im Chat schreibt hier gerade die oder der Freya Dog, Soko Sophie. Kennst du doch bestimmt auch den Song von Captain Peng, oder? Ja, Captain Peng, ja. Ja, der ist ganz gut. Der ist echt eine philosophische Abhandlung. Und es ist so interessant, ja, weil es geht um diese Identität, es geht um diese Identifikation. Mhm. Und es ist ein Schlüsselaspekt des Lebens, weil ja, ohne, wenn wir nicht dieses Ich-Bewusstsein hätten, dann könnten wir gar nicht handeln, ne? Dann wäre es sinnlos, hier in diesem fleischlichen Anzug zu inkarnieren. Warum denn? Wenn wir sowieso alles eins sein, also es bedingt sich ja automatisch mit, ne? Naja, was heißt nicht handeln? Viele Dinge würden wegfallen. Du würdest dir beispielsweise keine Mühe mehr geben, an dir zu arbeiten, weil das, woran du arbeitest, wäre von Anfang an illusorisch. Es sind wieder diese zwei Ebenen, die so schwer in Einklang zu bringen sind. Ja, voll. Ähnlich wie mit der Lichtfalle, wo wir übrigens viel, viel Rückmeldung bekommen haben, großartige Rückmeldung, danke euch. Und ich glaube, da haben wir heute nicht die Zeit, aber da waren wir in den nächsten Sendungen nochmal drauf eingehen, weil das wirklich, also ich bin auch ein bisschen in die Tiefe gegangen, habe herausgefunden, wo das so herkommt. Gibt sehr, sehr interessante Quellen, Totenbuch, Castaneda und so weiter. Gürtchev auch. Sehr, sehr spannend. Und dennoch, es ist ähnlich wie mit der Lichtfalle. Wenn du davon ausgehst, dass es tatsächlich so ist, dass das hier alles, also alles eine Simulation wäre, dann fällt natürlich sehr viel Druck von dir ab, weil du hast nichts mehr zu tun, weil es ist sowieso alles für den Arsch. Es versucht alles nur, dich hier reinzuziehen. Und der einzige Weg ist, zu versuchen, hier rauszukommen. Deswegen, die Katharer, das ist so eine christlich-gnostische Sekte, von der ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, ja? 12. bis 14. Jahrhundert in Südfrankreich, die hatten so eine Einstellung. Die haben gesagt, der ganze Vegetarismus, das ganze Asketentum, das bringt alles nichts. Wir bereiten uns nur darauf vor, hier rauszukommen. Die haben sich, ihre ganze spirituelle Lehre basierte darauf, bloß hier auszusteigen. Ja? Da bist du dann automatisch nicht mehr an irgendwas interessiert, was die Welt verbessert. Und ich kann es verstehen, ich finde diesen Film gewissermaßen, ich finde ihn interessant, sagen wir mal. Und dennoch, ja, führt es natürlich dazu, dass es sehr, sehr schwierig wird, hier noch in irgendeiner Form funktional zu sein. Ja. Na, aber das finde ich nicht. Ich finde das unlogisch, weil selbst wenn ich wüsste, dass es eine Illusion ist und ich würde behaupten, ich bin da dran, das zu integrieren,
ne, dass man, dass das hier einfach alles irgendwie nicht wirklich die Realität ist. Es ist ja auch nicht ganz eine Illusion. Nee, Maya ist ja nicht 100% Illusion. Es ist so fast alles irgendwie eine Illusion. Aber guck mal, stell dir mal vor, du bist dir doch auch bewusst, dass Assassin's Creed Origins nicht die Realität ist. Es ist eine Illusion. Es ist ein kleiner Abstecher in eine Illusion rein. Aber trotzdem spielst du das Spiel doch zu Ende, oder? Und hast Spaß daran. Obwohl du dir dessen bewusst bist. Ja, genau. Was ich einfach nur meinen kann, ich glaube, dass dieses Entsagen des Lebens, dass man auf einmal sagt, oh, es ist alles eine Illusion und ich bin jetzt nur noch Asket und meditiere vor mich hin, dass das eigentlich fast schon wieder schattig ist. Weißt du, was ich meine? Ich meine, was hast du davon? Warum sollte das die richtige Reaktion sein darauf? Eigentlich sollte man erst genau dann sagen, alles klar, wenn das eine Illusion ist und eigentlich nur ein Spiel, ja fett, Alter, dann genieße ich das, dann ist es ja gar nicht so ernst. Dann muss ich ja eben nicht versuchen, irgendwie um ein Seelenheil mir Sorgen zu machen, was weiß ich, bla bla bla, es ist eine Illusion. Schau, das Wort Ernst ist hier, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die Frage, die ich mir mal stelle, ist, wo kam in diesem Spiel die Ernsthaftigkeit rein? Was hat dazu geführt, dass das Leben auf einmal so ernst wurde, obwohl diese Ernsthaftigkeit nicht gegeben ist? In der Natur siehst du nirgends diese Ernsthaftigkeit. Wir Menschen haben das erfunden, dass das hier irgendwie, dass das hier ernst wäre. Boah, definier mir mal Ernsthaftigkeit kurz. Also was meinst du damit, oder? Dass du das Leben so schwer nimmst, dass es überhaupt Erwachsene gibt. Dass du tatsächlich, schau, du kommst hier doch relativ unbedarft in die Welt und siehst da diese Erwachsenen und fragst dich, was ist da passiert zwischen meinem Zustand und deren Zustand, dass auf einmal alles plötzlich so unglaublich ernst wurde. Obwohl von einer metaphysischen Perspektive vollkommen klar sein müsste, dass es letztendlich nicht ernst sein kann, weil es gibt hier ja kein ernsthaftes Ziel. Was soll es für ein ernsthaftes Ziel in dem Universum geben, was irgendwann mal entstanden ist? Und irgendwann wieder ins Nichts geht. Schau, diese Ernsthaftigkeit kommt mir einfach sehr, sehr artifiziell vor. So als gäbe es keine. Es gäbe es keinen wirklichen Grund dafür. Wenn ich mir die Natur ansehe. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ich habe gerade ein Problem mit dem Begriff Ernsthaftigkeit tatsächlich. Also ich weiß nicht, was ich selbst damit meine, ne? Weil eigentlich. Das Spielerische fehlt. Ich meine die Abwesenheit des Spielerischen. Ich kann es vielleicht auch ein bisschen über die Magie kann ich. Aber die Leute, die ihr Leben zu ernst nehmen, die haben ja eben vergessen, dass es eine Illusion ist, ne? Das ist ja das Problem. Sobald du wieder weißt, dass es eine Illusion ist, kannst du es ja wieder. Also, aber selbst. Ich sag dir nur, ich glaube, dass die Ernsthaftigkeit der Kernpunkt ist, was dir dieses Spiel verdirbt, weil du hast recht. Die Maya ist sehr, sehr perfekt, aber letztendlich ist alles Maya, was nicht das Ewige ist. Und wenn du diesen Weg der vollkommenen Befreiung wählen wollen würdest, wenn du sagst, okay, ich werde ein Arhat, ich werde ein Bodhisattva oder ein Pratyeka Buddha, je nachdem, ob ich den anderen noch helfen will oder nicht, dann sagst du, ich konzentriere mich nur auf das Ewige und all das andere, was veränderlich ist, hat für mich keinerlei Bedeutung mehr. Und ich kann verstehen, warum, weißt du, wenn du in diesen Zuständen der mystischen Einheit bist, dann weißt du wirklich genau, warum du das machst und da brauchst du auch nichts anderes. Ja? Und dennoch führt es meistens dazu, zu all diesen Phänomenen, die du gerade geschildert hast. Ja? Das heißt, man kann das Spiel durchaus irgendwo genießen. Ich frage mich einfach, wo kam dieser Faktor der Ernsthaftigkeit rein? War das irgendein Kataklysmus? Ja? Das ist mein Take, definitiv. Ich glaube, dass... Weil so ein Riesenkataklysmus, wenn wir das uns einfach mal vorstellen, dieser Komet, der mittlerweile eigentlich wissenschaftlich sehr gut gesichert ist. Wobei, da könnte man, ja, na gut, das hebe ich mir für die Show mit Frank Stoner auf. So ein krasses Erlebnis, das einfach alles erschüttert, was du kennst, ne? Du siehst diese riesigen Wellen, was ist Wellen? Du siehst diese Schlammfluten übers Land drüber eiern, der Himmel verdunkelt sich, alles wird kalt. Alles, was du an Kultur kennst, was du an Landwirtschaft kennst oder so, alles ist auf einmal nichtig, alles geht kaputt, auf einmal muss es ernst werden, weil du musst Tag für Tag gucken, dass du überlebst, dass deine Familie überlebt. Und ich glaube, die Ernsthaftigkeit kommt einfach, sie muss auch irgendwie auf einer höheren Ebene eine Funktion haben. Ich glaube nicht, dass Ernsthaftigkeit nur hier mit dieser Ebene zu tun hat, weil Ernsthaftigkeit finde ich auch was sehr
was sehr Spirituelles. Ich meine, guck dir mal an, was mich zum Beispiel an der japanischen Kultur immer so fasziniert hat, ne, war eben diese Ernsthaftigkeit, mit denen diese Sachen durchgeführt werden. Diese Teezeremonie. Wie ernst die Leute das nehmen, weißt du, wie da der Saum von Pullover gehalten wird, ganz langsam. Jeder Moment ist ernst und trotzdem ist es Genuss. Also ich finde, Ernsthaftigkeit schließt Genuss nicht aus. Ich glaube, was du eher meinst, ist nicht Ernsthaftigkeit, sondern so eine Verdrossenheit, so eine Stumpfheit, ne? Also, dass der Mensch auf einmal alles so, schon viel zu ernst nimmt, aber dass der Mensch seine Freude da an der Illusion verliert, ne? Man denkt, es geht jetzt um alles hier, ne? Also, wenn ich sterbe, dann ist vorbei, also muss ich jetzt hier alles machen, was geht, also. Mhm. Ja, genau, ein bisschen die Richtung. Du hast recht, der Begriff Ernsthaftigkeit ist schwierig. Sehr, sehr vieles ein. Aber darauf, worauf ich gerade hinaus will, ist tatsächlich das Gegenteil des Spielerischen. Ja. Beispielsweise auch. Wir haben ja hier dann und wann auch über Magie geredet. Und ich weiß, dass die meisten Menschen sehr, sehr schnell den Spaß an der Magie verlieren. Das liegt genau in dieser Ernsthaftigkeit. Weil, also wenn du eins nicht da sein solltest, dann ist es tatsächlich das. Das ist, da garantiere ich dir, dass du nach 3 Monaten den Spaß verlieren wirst. Diese spielerische Herangehensweise ist das Wichtigste überhaupt. Und ich kann es immer kaum fassen, weißt du, die Leute kaufen sich irgendein Buch und denken tatsächlich, sie sprechen ein paar Worte und da kommt der Erzengel vom Himmel. Wenn sie wirklich davon ausgehen, da sind sie doch selber schuld, wie kann man denn bitte so naiv sein? Wie kann man denn davon ausgehen, dass das so funktioniert? Wie kann man sich denn nicht öffnen für diese wundervoll subtilen Facetten dieser Illusionen? Es ist ja etwas, was total sanft zu dir kommt, ja? Durch die Hintertür, wo du dich dann freust. Und wenn du das ein bisschen entdecken kannst, dann macht die Magie Spaß. Aber wenn du tatsächlich diese Phänomene erwartest, weißt du, diese Erwartungshaltung hat für mich vielleicht auch viel mit Ernsthaftigkeit zu tun. Ja, auch so eine Überzeugung, ne? Dass man auf einmal von irgendwas so arg überzeugt ist, dass alle anderen Sachen an Gewicht verlieren. Da können wir vielleicht auch ganz kurz wieder dieses flache Erde-Thema nehmen, ne? Weil auch viele von diesen flache Erdlern sind auf einmal, nehmen das so ernst, weil sie auch glauben, dass es so arg wichtig ist und sind so sehr davon überzeugt, dass ihnen das Spielerische damit fehlt, dass sie einfach sagen können, und das ist einfach auch, wie gesagt, mittlerweile meine Haltung mit diesem ganzen Zeug, dass man einfach sagt, hey, ich weiß es einfach nicht, ne? Was soll's? Scheiß drauf. Es kann das sein, es kann das sein. Irgendwas wird schon sein. Irgendwas ist die Wahrheit. Es funktioniert ja das System. Wie du sagst, die Sterne drehen sich, es gibt diese Ekliptik, irgendwas ist da komplex, irgendwas muss da ja passieren. Mhm. Aber das Spielerische ist dann zu sagen, fuck it, ne? Ich kann's nicht wissen. Ich muss nur mit dem umgehen, was wirklich einen Einfluss auf mich hat. Aus diesem Ernst rausgehen, dass das jetzt wirklich so arg wichtig ist. Also wirklich auch, das ist eigentlich so auch dieses Bild von dem alten Professor, ne? Der so arg in seinen Theorien und in seinen Thesen drin hängt. Und es ist so wichtig, was ich entdeckt habe. Und so bahnbrechend und so weltbewegend. Und ja, mag es möglicherweise auch sein, aber was bringt es einem, wenn man dann da so lustlos rangeht oder so? Ja, so ernst. Ernst ist vielleicht eigentlich auch so verstandensmäßig, ne? Dass man die Gefühle rausnimmt. Kalter Verstand. Oh, ernst jetzt. Ich muss das Leben so nehmen, weil mir so viel Scheiß passiert, das ist jetzt alles ernst. Ich muss jetzt irgendwie auf meine Rente hinarbeiten oder was weiß ich. Ja, es hängt auf jeden Fall mit einem übersteigerten Selbstbild irgendwie zusammen, glaube ich. Und vielleicht auch, weil man zu tief in die Illusion reingezogen wurde, ne? Weil sobald du sowas so arg ernst nimmst, dann bist du eigentlich viel zu nah wieder am Materiellen, viel zu sehr in der Illusion. Und sobald du aber wieder ein paar Schritte zurücktrittst und dir das alles so ein bisschen weiter weg anguckst, dann hast du wieder das Spielerische, weil du siehst, ah, scheiße, von der Seite sehe ich aus, naja, was ich da gerade versucht habe mit meiner Magie, das war irgendwie auch irgendwie, ist in die Hose gegangen. Ja, und wenn du dann auch irgendwie das Spielerische nimmst, dann kannst du auch ganz leicht einfach auch sagen, okay, ich lasse das jetzt los, ne? Ich habe Scheiße gebaut, war jetzt doch nicht irgendwie das Teil und dann können wir weitergehen. Aber wenn du so sehr davon überzeugt bist, so ernst das auch nach außen vertrittst, deswegen fällt es den ganzen Leuten auch so schwer, mal zu sagen, okay, scheiße, Leute, irgendwie, ich habe irgendwie einen Dreck geglaubt, ne? Also ich habe jetzt irgendwie hier 4 Jahre lang Hardcore flache Erde Illuminati-Videos gemacht. Ich war so davon überzeugt, das ist das Wichtigste, Weltbewegende und man kann irgendwann nicht mehr raus, weil man es eben so ernst meint, ne? Weil man ja auch ein Bild nach außen vertreten hat. Ne? Ja, genau. Der meint es ernst, ist sehr guter Punkt.
Es geht wieder um Identität und nach außen vertreten. Und eigentlich sollten wir alle alles ganz leicht nehmen, dass wir eben auch flexibel bleiben und luftig und sagen können, hey, okay, ich war jetzt zwar mal 4 Jahre lang von dem überzeugt und habe das ernst genommen, aber ich kann es jetzt auch wieder loslassen. Oh ja, hey, du, das nehme ich so oft wahr, speziell in dieser alternativen Szene. Ich finde, da kannst du das besonders gut beobachten, wie sich ganz, ganz viele in so eine spezielle Nische begeben haben und dieses Branding so, so stark ist, dass du schon weißt, wow, die werden da nicht mehr rauskommen. Voll, ja. Also wenn ich mal ein Beispiel nehmen darf, Thomas Röper. Nehmen wir einfach mal Thomas Röper, den ich cool finde, den ich wirklich, muss sagen, ist irgendwie ein angenehmer Typ, ne? Ich höre dem gern zu. Aber ich finde, er sieht Russland ein bisschen zu positiv. Aber das Ding ist halt, weißt du, wenn du deine ganze Website Anti-Spiegel nennst, nach St. Petersburg ziehst, diese ganzen Kontakte hast, dann klar, dann bist du in einer Position, da kommst du nur noch schwer irgendwie raus. Und um kurz aufs Vollkommen. Thema einzugehen. Ja. Weißt du, die eine Frage, die ich ihm vielleicht mal stellen würde, wäre, er war, oder egal, das poste ich morgen als Kurzvideo, das ist egal. Weil ich möchte jetzt hier gar nicht abdriften. Ja, ja, voll. Hier gar nicht über den Krieg reden. Ich sag nur, das kannst du bei ganz, ganz vielen Leuten in der alternativen Szene beobachten, dass die sich so sehr in eine Richtung manövriert haben, du kommst da nicht mehr raus. Ne? Deswegen tun wir uns doch auch teilweise so schwer, mit einem Thema zu finden für eine Sendung. Weil sobald du dann auch einen Titel hast, ist es auf einmal so ernst, ne? Ich meine, wenn wir jetzt machen, keine Ahnung, oder was wir, allein schon diese Sendung mit Konditionierung, ne? Auf einmal ist es ernster geworden für uns und wir haben das Gefühl, wir müssen da jetzt mit Überzeugung das auch irgendwie dann vertreten. Dabei ist es viel angenehmer, frei über die Dinge zu reden, spielerisch ein bisschen wegzuregen, zurückzutreten, und das schaffen wir auch, ne? Ich meine, wir spekulieren hier ja auch wild durch den Raum. Aber ich habe das schon ganz oft das Gefühl bei gewissen YouTube-Kanälen, dass die sich die Mühe machen, vor allem auch möglichst wissenschaftlich zu klingen, weißt? Also voll der krasse Titel und dann sogar noch eine Sendungsreihe und dann, es muss einfach ernst wirken, ne? dass es überzeugend wirkt für die anderen, dass die anderen Leute nicht das Gefühl haben, ich nimm das nicht ernst und ich, also da müssen sie mir ja gar nicht zuhören. Weil irgendwie sind wir ja auch so konditioniert, dass einem nur geglaubt wird und dass einem nur zugehört wird, wenn wir es ernst meinen. Das ist ja in der Schule schon so. Wenn der Lehrer dann sagt, also, sei doch mal ernst und nicht so albern, ne? Was soll denn mal aus euch werden, ne? Wenn ihr alles immer so albern macht, ne? Wer wollt ihr denn werden? Das ist vielleicht in unserer Zeit nicht mehr so schlimm, aber ich denke auch so in den 70er Jahren in Deutschland, ne? Da war das ganz arg wichtig, dass du ein ernsthaftes Bild nach außen vertreten hast, als Individuum und als Mensch. Sonst warst du ein Aussätziger. Sonst warst du ein Narr. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Und irgendwie wirkt das halt so, als wäre dieses Närrische, aber ganz natürlich in uns drin, als wäre das wie fast so ein Mechanismus, der dich da immer wieder daraus erretten will. Voll. Definitiv, weil es dich davon abhält, in diese krankhafte Ernsthaftigkeit reinzugehen. Was macht denn dann da? Jedes Thema, was zu ihm kommt, es kann einmal sein, dass es komplett verkehrt oder dass sich lustig macht über dich, aber so verarbeitet er es ja auch, ne? Und so geht jeder mit diesen ganzen Themen um. Aber sobald du es zu ernst nimmst auf die eine oder andere Art und Weise, hast du eigentlich schon wieder verloren, ne? Ja, da geht der Magier tatsächlich schon los. Es geht ja mit dem Narre los und der Magier ist dann ja schon wieder der die anderen täuschen will. Das ist ja das Interessante. Und ja, ich finde halt, weißt du, in der Magie, da sehe ich es halt einfach am meisten bei den Leuten, die mit ihren Dingern da am besten noch irgendwo dabei waren oder so. Die sind alle, also die meisten, die sind ernsthaft bis zum geht nicht mehr, ne? Und ich finde das schade, weil das führt dazu, dass du den Spaß verlieren wirst. Das ist letztendlich die garantierte Depression, in der viele landen. Und das ist tatsächlich auch diese ganze Theorie, diese ganze Allegorie besser, dieser Schwarzmagier von Atlantis, von denen die Theosophie beispielsweise redet. Das ist ja letztendlich nur eine Allegorie dafür, dass wir ins Materielle abgestiegen sind. Und diesen Tiefpunkt haben wir erst kürzlich durchschritten. Das heißt, wir sind erst in dieser ersten Erholungsphase, wo wir uns wieder so ein bisschen spiritualisieren. Und deswegen, so schätze ich das ein, weil wir gehen ja ohne Frage davon aus, dass es viele paranormale Phänomene gibt, die in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen zuverlässiger funktionieren werden. Ja. Und dennoch muss man sehen, weißt du, wir sind gerade erst wieder auf dieser ersten Stufe hin zur Spiritualisierung, raus aus diesem absolut Materiellen. Und der Kosmos ist bei Weitem nicht so weit, dass,
diese ganze Manifestation schon funktionieren kann, weil das ins komplette Chaos führen würde, weil du siehst ja, mit was für einer Ernsthaftigkeit die Leute da dabei sind, ja. Und das ist genau das, was dem Ganzen entgegensteht. Ich sehe, wir machen erst gerade wieder den ersten Schritt hin zu dieser Vergeistigung. Und deswegen sind diese Prozesse so subtil. Aber diese subtilen Prozesse sind wundervoll. Aber diese subtilen Prozesse, die wirst du nur wahrnehmen können, wenn du eben nicht davon ausgehst, dass jedes Mal der Blitz und der Erzengel einschlägt. Ja? Dann macht das richtig Spaß, dann bleibst du auch dran. Weil dann bist du bereit, eben diese Feinheiten wahrzunehmen, diese Details. Ja, ich glaub, warum willst du es überhaupt? Warum willst du dieses Wunder? Was steckt denn da dahinter? Ja, weil eben in jedem von uns oder in vielen von uns eben dieser Narr drin steckt, der es eigentlich unglaublich gern hätte, dass die Welt nicht so ernst ist und dass alles ein bisschen verrückter und spielerischer ist und unberechenbarer, als uns das immer so gesagt wird, ne? Weil dieses mechanistische, materialistische Weltbild ist einfach so, es ist viel zu ernst, Mann. Alles bewegt sich und strukturiert und zack, und wenn du jetzt nicht irgendwie was aus deinem Leben machst, dann wird nichts aus dir und bla 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 und so. Das ist alles krass, Alter. So ein Druck, warum soll ich denn überhaupt damit anfangen, ne? Also so viel Disziplin habe, kann ich mir nirgendwo rauskitzeln. Aber wenn alles ein bisschen spielerischer ist und ich mir auch die Zeit dafür nehmen kann, mal irgendwo abzudriften und einen kleinen Umweg zu nehmen, ne? Also diese Weiblichkeit reinzubringen, diese Kurven im Leben nehmen und mal einen Umweg machen, der eigentlich, ich sehe den Weg, der ist gerade, das sind 3 Schritte, dann bin ich am Ziel. Na gut, aber vielleicht nehme ich lieber die 3000 Schritte außen rum. Einfach, weil ich es möchte. Super gut. Ich überlege gerade, ich habe hier noch ein bisschen was auf dem Zettel oder so, was dann auch reinpassen würde. Lass mal überlegen. Vielleicht spreche ich das noch kurz an. Ich sehe tatsächlich, wenn wir jetzt das größere Bild wieder ein bisschen spannen, von uns selbst weggehen. Du hast ja vorhin auch schon über diese Radikalisierung gesprochen. Und ich sehe tatsächlich viel Unheil darin, dass Menschen sich so einfach triggern lassen. Ja? Und ich glaube, wenn ich mir den gesamten Aktivismus der letzten Jahre ansehe, dass all dieser Aktivismus so designt ist, dass er nicht funktionieren kann, weil du automatisch die Mehrheit gegen dich aufhetzt und weil das ganze Design darin so ist, dass du die anderen triggerst. Ja? Und dass dieser Mechanismus in uns, da ist vielleicht der Narr dann ein wenig gefährlich, weil, weißt du, wir alle tendieren dazu, für ein paar Lacher so ein Meme zu teilen noch, ja? So, du staubst das noch kurz ab, du staubst kurz die Likes aus deiner Bubble ab. Ja. Aber letztendlich zementierst du damit etwas, was nirgendwo hinführen kann. Und vielleicht noch, um kurz den Bogen zu spannen auf das Lieblingsopfer der Alternativen gerade. Ich meine, ich weiß ja nicht, was für Menschen dabei sind in dieser Last Generation, aber ich stelle es mir immer so vor, ich habe mich da nicht eingelesen, aber sie werden alle relativ jung sein. Ich denke mal, das sind auch solche jungen Klimaschützer, so ähnlich wie Fridays for Future, vielleicht teilweise ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe immer so, ich habe immer so dieses Gefühl, was ist denn, was strahlt denn das aus? Was ist das denn für eine Einstellung, dich über 14-Jährige lustig zu machen? Was ist das denn für eine Form von Souveränität, mein Freund? Also ist das denn wirklich nötig? Überleg mal, wie dämlich du in diesem Alter warst. Ja? Ich finde tatsächlich, dass vielleicht das zum Schluss, dass es die Kunst der ganzen nächsten Jahre sein wird, da wieder diese Alchemie zu finden. Weil du brauchst die jungen Leute, du musst die jungen Leute ins Boot holen. Voll. Und es kann nicht der richtige Weg sein, 14-Jährige zu verspotten, die es nicht besser wissen, die sogar eine gute Absicht haben. Ja? Weil letztendlich wollen diese Leute ja die Natur schützen und sind nur möglicherweise gehirngewaschen, ja? Was traurig ist. Aber wir wissen selber, woran wir geglaubt haben, als wir in dem Alter waren. Und ich glaube, das wird die große Aufgabe sein. Tatsächlich.
Aber ich glaube, dass man da wieder ganz einfach psychologische Mechanismen erkennen kann. Ich meine, die letzte Generation, wenn du wirklich so ein Mindset hast, dann hat bei dir die Angst- und Opferkonditionierung perfekt funktioniert, ne? Riesengroße Angst, dass deine Zukunft am Arsch ist. Du bist ein Opfer des weißen Mannes, der schon über Generationen alles beherrscht und kaputt macht. Es ist die perfekte Konditionierung. Und warum Leute dann das verspotten? Ich meine, wenn du jetzt ein kleines Meme teilst und ein bisschen dich über die witzig machst, hey komm, Humor ist eine unglaublich gute Art und Weise, Sachen zu verarbeiten. Spott ist wieder was anderes. Leute, die sowas verspotten, da muss ich sagen, hey, wieder die ganz einfache Regel. Man verspottet eben genau diese Angst und diese Opferrolle. Und wenn man das verspottet, dann weiß man ganz genau, dass oder von außen weiß man ganz genau, dass dieses Individuum das genau selbst in sich hat. Ja. Ich kann dir nur sagen, weißt du, mir fällt das halt immer etwas schwierig, jemanden zu verspotten, von dem ich sehe, der hat eigentlich eine gute Intention. Der ist eigentlich korrekt. Da ist schon eigentlich eine gewisse Tugend am Erwachen. Da ist sogar eine gewisse Tatkraft da. Da ist eigentlich das da, was du dir seit den 80ern wieder gewünscht hast. Und es wurde nur in die falschen Bahnen gelenkt. Ja, Spott ist auch ein krasses Wort, Mann. Ich meine, verspotten ist ja schon echt richtig hardcore. Mal ein paar Witze und Meme drüber zu machen, ist für mich, hey, das sind Peanuts, ne? Das ist für mich mittlerweile Standard. Naja. Das ist ja auch der Narr. Du musst und du solltest dich über alles, was es gibt, lustig machen dürfen. Und über die Jugend glaube, der Mensch hat sich schon immer über die Jugend lustig gemacht. Und in erster Linie muss ich sagen, wenn ich solche jungen Leute sehe, dann lache ich auch darüber. Aber im gleichen Zuge weiß ich ganz genau, ah, scheiße, du warst genauso. Und das ist ja das Geile, was man dann reflektieren kann, ne? Ich war früher genauso lächerlich. Und das ist okay, weil die Jugend probiert aus. Sie imitiert die Erwachsenen und probiert aus. Im Endeffekt sind sie der perfekte Spiegel. Ja, aber ganz ehrlich, weißt du, bei dir sehe ich diese Reflexion, die sehe ich bei den meisten nicht. Acht mal drauf. Ja, voll, ich sehe es ja auch. Bei den meisten sehe ich diese Selbstreflexion nicht. Hey, teile und herrsche, weißt du, jede Jugendgeneration wurde verspottet, ne? Ich meine, guck dir die ganzen, seit den 70er Jahren, die Rocker, die wurden verspottet. Heute sind es halt die Hip-Hopper und was weiß ich, zu meiner Zeit waren es die Emos, ich wurde auch verspottet, ne? Weil einfach die Gesamtgesellschaft traumatisiert ist. Und die Erwachsenenwelt es anscheinend einfach braucht, nach unten und nach oben zu spotten, zu sticheln. Jede Ebene braucht es irgendwie, allein schon, um ihr eigenes Traumata irgendwie zu verarbeiten. Das ist das Typische. Wenn dir Gewalt zugefügt würde, wirst du auch hundertprozentig irgendwie Gewalt nach außen weitergeben. Selbst wenn du es im Bewusstsein hast. Ich glaube wirklich, damit steht und fällt die Dekonditionierung. Diese Projektionen wieder in dich hinein selbst zurückzusaugen. Das in dir selbst zu finden. Ja. Wir haben alle keine Vorbilder gehabt, weißt du? Daran liegt es ja. In dieser richtungsweisenden Phase bräuchtest du eigentlich jemanden, der einen Plan hat. Aber wir sind eine Generation schwacher Väter, ja. Wir hatten das eigentlich die meisten nicht. Und dann bist du richtungslos. Und das, was du dann suchst, ist entweder irgendein Superstar oder irgendeine Ideologie. Und das ist leider alles nicht zielführend. Ne? Definitiv nicht, Mann. Das ist super interessant. Da erinnere ich mich auch in der Ausbildung um das Thema Resilienz ging es da. Resilienzforschung, also Widerstandsfähigkeit bei Kindern. Wie kann man das fördern? Weil man einfach in der Forschung entdeckt hat, in Studien, dass Kinder mit gewissen Lebensumständen anscheinend widerstandsfähiger sind, wenn sie auf einmal in schwierige Lebenssituationen reinrutschen. Und Leute, die aus einem unstabilen Familienhaus kommen, in einer gewissen Gegend leben, in einem gewissen Land leben, haben einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, nicht resilient zu sein und von solchen Situationen überschwemmt zu werden und auf die falsche Bahn zu geraten. Und da gab es eine Studie in Hawaii, war das, glaube ich, eine richtig, richtig geile Studie. Und da hat man herausgefunden, dass selbst wenn Kinder aus richtig beschissenen Lebensumständen kommen, Gewalterfahrungen machen, was weiß ich, wenn die nur eine einzige Person in ihrem Umkreis haben, sei es ein Nachbar oder ein Onkel, oder sonst irgendjemand, wenn die nur eine Person haben, zu der die Vertrauen und Kontakt aufbauen, haben die eine riesengroße Chance, nicht auf einen komischen Weg zu geraten. Und das ist genau das, was du meinst. Die Jugend braucht gesunde Vorbilder. Und vor allem, und das mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, aber die Jugend hier, vor allem in Deutschland, braucht unglaublich wichtig gesunde männliche Vorbilder. Weil das ist einfach nicht gegeben. Kindergärtner sind zum Großteil Frauen. Lehrer sind oft Frauen.
Die meisten Männer arbeiten in Berufen, wo man sie eigentlich in der Gesellschaft nicht sieht. Die sind irgendwo in der Firma drin, die sind irgendwo außerhalb. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil viele, viele Jungs einfach kein gesundes männliches Vorbild haben, wo sie lernen, mit ihren männlichen Eigenschaften umzugehen. Und es ist genau das Gleiche auch mit Frauen. In jedem von uns steckt beides drin. Yin-Yang, männlich, weiblich. Und wir müssen lernen, mit beidem umzugehen. Und dafür brauchen wir weibliche und männliche Vorbilder. Es kann auch eine Frau sein, die dir männliche Verhaltensweisen beibringt oder als Vorbild lebt. Es ist nicht körperlich geschlechtsabhängig. Aber wir brauchen einfach wieder Männer, die sich trauen, einfach auch mit der Jugend Kontakt aufzunehmen. Und das ist leider echt so ein Manko. Das ist auch echt, du bist als Mann in der Pädagogik unglaublich gefragt. Die nehmen dich mit Handkuss. Da findest du noch leichter einen Job als in der Altenpflege. Ey, das ist wirklich sehr interessant. Ein unglaublich wichtiges Thema. Also eigentlich sonnenklar, aber das wirklich mal so auf sich wirken zu lassen, weil das ist wirklich so ein Virus, der unsere Gesellschaft zerfressen hat. Und man muss immer bedenken, dass die Polarität in jedem angelegt ist. Wenn du uns beide früher gesehen hast, ne, wir waren halt jetzt nicht so klassische Punker, aber ich sag mal von der Einstellung her, okay? Wir hatten jetzt keinen Irokesenschnitt, aber wir waren halt so punkmäßig einfach unterwegs. Ich hatte einen, Alter. Echt? Ja, voll. Iro-Spikes, Irokese. Alter? Ja, voll, Mann. Das ist ja geil, Alter. Ich hätte dich gemocht. Naja, auf jeden Fall. Hast du Rancid gehört? Ja, natürlich, Alter. Die müssen wir mal spielen. Die spielen wir nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Ruby Soho. Ich wollte heute von Wieso spielen, Kopfschuss, aber das war mir dann doch zu politisch. Ja, das ist, die sind ein bisschen in eine komische Richtung gegangen. Aber, was ich eigentlich sagen wollte. Schau, das Ding ist, was ich immer an vielen Punkern bemerkt habe und an solchen Rebellen ist, dass du eigentlich dieses polare Gegenteil, dieses sich auch mal fügen können, das hast du eigentlich in dir. Da ist eigentlich eine unglaublich große Sehnsucht nach einem Führer oder nach, Führer ist so negativ besetzt, aber nach jemandem, den du wirklich respektieren kannst. Danach sehnst du dich. Nach jemandem, der so ein bisschen vielleicht mal das I Ching gelesen hat. Der ein bisschen weiß, wie man tugendhaft führt, sodass du Lust hast, dich unterzuordnen. Denn eine der Kernaussagen des I Chings ist, wer führen will, der muss folgen können. Du musst eigentlich erstmal lernen, dich unterzuordnen, damit du dann weißt, okay, so führt man also. Das heißt, dieses Verlangen ist gerade in den meisten Rebellen da, aber du hast es in dieser Welt nirgends gesehen. Und weil ich heute noch gar nicht über Astrologie geredet habe, dieses Thema wird die nächsten 20 Jahre unglaublich wichtig. Denn der Pluto wandert, wie ihr vielleicht wisst, jetzt im März in den Wassermann. Wir werden euch viele ankündigen, dass jetzt das Wassermann-Zeitalter losgeht, was natürlich Bullshit ist. Da könnt ihr gleich mal entfolgen und besser die Nachtmeerfahrten hören. Auf jeden Fall. Das Wassermann-Zeitalter geht nicht hoch los, dennoch wandert Pluto in den Wassermann. Und was bedeutet das? Ihr werdet wahrscheinlich von einer Schwemme von Videos überflutet werden, die euch ankündigen, wie großartig das alles ist. Und als jemand, der dieses Wassermann-Ideal, diese Individuation auch sehr schätzt, kann ich euch sagen, da ist was dran. Ich freue mich da auch drauf. Ja, wann ist es denn soweit? Jetzt im März? Ich glaube am 16. März oder okay. So. Ist echt gar nicht mehr lang. Ja, 2-3 Wochen spätestens. Aber ich glaube, er wandert noch einmal ganz kurz zurück Ende des Jahres und dann 2024 endgültig. Aber der große Shift ist dennoch schon jetzt. Naja, auf jeden Fall. Herr Wassermann hat wunderbare Seiten. Und dennoch darfst du die Schattenseite nicht vergessen. Speziell die Schattenseite, wenn ein Planet wie Pluto in so ein Zeichen geht. Und die Schattenseite von Pluto und Wassermann ist etwas unglaublich Kultisches. Also diese religiösen Kulte und Sekten werden die nächsten 20 Jahre so zunehmen. Das habt ihr vorher noch nicht gesehen, ich schwör's euch. Und diese Energie, die gerade da der Wassermann reinbringt, die ist unglaublich interessant. Denn das ist so eine... Das ist wie... Unstabile Menschen werden sich so eine richtig radikale kleine Gruppierung suchen. Und wenn die ihnen nicht mehr fanatisch genug sind, dann suchen sie sich neue Fanatiker. Ja? So wird das die nächsten 20, 25 Jahre gehen. Das heißt, da steht uns wirklich einiges bevor. Und das wird eine sehr, sehr große Herausforderung bei Menschen, die keine Vorbilder haben und deswegen für sowas anfällig sind. Das heißt, es wird eine...
unglaublich herausfordernde Zeit. Ja. Aber das erleben wir doch jetzt schon. Ne? Ich meine, was du schon angesprochen hast, die letzte Generation, Fridays for Future, die Querdenker, die was weiß ich alles, das sind ja für mich sind das auch schon alles so. Es ist jetzt zwar nicht so offensichtlich religiös, kultisch, wie wir es jetzt so kennen von irgendwelchen Sekten, aber es geht schon in die Richtung, ne? Ja, pass auf, aber das, was passieren wird, ist, es wird sich noch sehr, sehr viel mehr zersplittern. Ach, das ist doch voll scheiße. Das heißt, sowas wie Fridays for Future ist noch viel, viel zu groß. Also ganz, ganz viele werden sagen, ich suche mir hier meine 10 Fanatiker und hänge jetzt mit denen rum. Ja, denkbar. Es macht Sinn, dass es jetzt alles ernster wird und die Leute alles noch mehr gegen die Wand fahren und versuchen Leute zu finden, die ihre Wahrheit oder ihre Gedanken irgendwie darstellen. Aber interessant, wie das dann laufen wird, wie dann das System damit umgeht. Ja, ja. Nee, interessant wird das auf alle Fälle. Da darf man gespannt sein, glaube ich. Und ja, vielleicht noch zum Abschluss, weil wir heute über Dekonditionierung reden und weil uns dieses Zeitalter-Thema immer wieder verfolgt. Mir ist da tatsächlich die Ansicht am sympathischsten, in der vielleicht auch wir beide übereinstimmen können, Kev, dass all diese Zeitalter letztendlich parallel stattfinden. Und dass es etwas mit einem Bewusstseinslevel zu tun hat. Sprich, wenn ich persönlich in diesem Prozess der Individuation voranschreite, dann geht für mich persönlich das Wassermann-Zeitalter los. Aber das hat nichts mit irgendeiner kollektiven Ebene zu tun. Also all diese Götter, das ganze Pantheon, die ganzen Zeitalter, die sind alle jetzt in diesem Moment da. Ja. Es kommt eben darauf an, wo man sich da einklingt. Exakt. Ja, da bin ich genau deiner Meinung. Ich glaube, Zeit ist ja einfach auch eine niedere Dimension. Mhm. Also diese Vorstellung davon, dass alles linear abläuft. Und ich glaube auch, dass alles gleichzeitig abläuft. Auch die ganze Geschichte, weißt, der Zweite Weltkrieg, alles, das läuft alles in diesem Moment ab. Und du hast Zugriff dazu. Ansonsten wäre es ja auch nicht so lebendig. Ansonsten könntest du dich doch auch nicht erinnern. Ja, also da bin ich voll bei dir. Und gut, das hat jetzt im Endeffekt nicht ganz so viel mit dem zu tun, was du gesagt hast. Das würde ich aber auch genauso unterstreichen, dass du nicht davon vom Zeitgeist bedingungslos abhängig bist mit deinem Prozess. Du brauchst nicht die anderen, um aufzuwachen. Du kannst für dich aufwachen. Es ist scheißegal, ob die anderen schlafen oder nicht, ne? Die Menschheit wacht ja auch nicht jeden Tag kollektiv gemeinsam auf und geht kollektiv gemeinsam ins Bett. Das ist Bullshit. Boah. Und da liegt einfach ganz viel Befreiungsmöglichkeit, dass ich sehe, hey, ich habe die Freiheit, jetzt so zu denken und meinen Shift bei mir einfach zu machen, soweit wie es geht. Und wenn es mir hier halt in Deutschland nicht passt, okay, dann muss ich Möglichkeiten finden. Vielleicht ist es dann doch mein Schicksal, auszuwandern. Vielleicht ist es aber mein Schicksal, auch genau jetzt zu dieser schwierigen Zeit hier zu bleiben und da auszuharren und dann, sobald wenn es hier vielleicht freier wird, dann auch durchstarten zu können mit dem Bewusstsein. Aber wir sind auf jeden Fall nicht vom Kollektiv abhängig. Widerstand ist nicht zwecklos. Hey, nee, wundervoll. Damit können wir fast gleich rausgehen. Ja, das ist bin dabei. Großartig. Nur noch eine kurze Empfehlung zum Schluss, weil du jetzt Zeitlinien angesprochen hast. Ich habe Sarah El Khaldi entdeckt. Die nennt sich The Alchemist auf YouTube. Wirklich so eine kleine Empfehlung für euch. Weil die war so die erste, bei der ich auch dieses Zeitlinien-Ding so ein bisschen verstanden habe. Denn ich finde, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Voll. Und nur um es kurz anzuschneiden, sie beschreibt das ungefähr so. Wenn du in die vierte Dimension gehst, dann siehst du die komplette Zeitlinie. Also dann würdest du unsere Zeitlinie hier von Anfang bis Ende sehen. Und die fünfte Dimension bedeutet dann siehst du alle Zeitlinien, die es nochmal im Multiversum gibt. Das heißt, du gehst dann nochmal eine Ebene drüber. Ja. Und das fand ich ein ganz gutes Modell, um mir so das vorzustellen. Und die ist generell alchemistisch ganz gut unterwegs. Also Sarah El Khaldi, kann ich euch auch bei Telegram nochmal... Stellt den Telegram-Kanal rein. Reinstellen. Und ansonsten, was du gerade gesagt hast, großartig, kann ich nur unterschreiben. Ist auch einer der Prozesse, der bei mir so die letzten Wochen stattfand. Wollte ich schon vor 2 Wochen erzählen. Dieser Prozess, wo ich meinen ganzen Zynismus der letzten Jahre mal so ein bisschen aufgearbeitet habe. Weißt du, wo ich gesehen habe, dass ich teilweise daran verzweifelt bin, an diesen ganzen Heuchlern, die um einen herum sind. Dass man, also man wurde einfach wie, es ist wie, als ob du alle Vorbilder verlierst. Als ob du hast das Gefühl, du bist nur von Geschäftsmodellen umgeben. Du hast das Gefühl, niemand interessiert sich, also niemand ist überhaupt mehr nur ein ehrlicher Sucher. Ja?
schon das zu finden, ist super schwierig, weil du bei jedem, wenn du ein bisschen nachbohrst, merkst du, okay, da ist eigentlich nur Ego und Geschäftsmodell dahinter. Ja. Und dann kannst du schon mal verzweifeln, dann denkst du, okay, dann weiß ich nicht, dann gebe ich auch auf oder zock nur noch StarCraft, keine Ahnung. Und man muss sich allerdings bewusst machen, hey, das ist doch umso besser, wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist. Dann ist es ja noch geiler, wenn ich hier Kali-Yuga habe, wenn ich mich hier wirklich beweisen kann. Wenn ich sage, okay, und wenn ich hier der einzelne Wanderer irgendwo in der Wüste bin, das ist mir scheißegal. Da ist ja die Herausforderung sogar größer. Ja? Und dennoch hat mich das zu einem gewissen Zeitpunkt so sehr runtergezogen, dass ich, wo ich diese Falschheit gesehen habe, vor allem in unseren Kreisen. Ja, ja. Da kann man geneigt sein, aufzugeben, weil man sich denkt, ach komm, führt doch alles nirgends hin. Aber wenn man sich da wieder auf seinen individuellen Prozess besinnt, das gibt einem gleichzeitig so viel Kraft, weil man sich in diesen Zynismus leider verlieren kann. Das kenne ich wirklich, das kennst du auch. Ja, natürlich. Und das ist unnötig, weil man nimmt dann tatsächlich die Challenge nicht an, die es hier nun mal gibt. Voll, man beschwert sich mit der Einstellung der anderen, weil wenn alle versuchen, da so ihr Geschäftsmodell zu fahren und alles so ernst zu nehmen, dann ja, wenn man keinen mehr um sich hat, der auch wie man selbst versucht, frei und ein bisschen unschuldig an die Sachen ranzugehen, ja, dann erschwert es einen. Weil genau das ist, was die Leute machen. Sie beschweren sich ganz arg mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leiden und ja, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Und mir geht es tatsächlich auch immer noch so, ich kämpfe immer noch damit, weil die Zeit ist einfach noch nicht vorbei. Man sieht einfach, wie die Leute um einen rum strugglen und es ist. Also bei mir im Umkreis immer schwieriger, auch da Stabilität zu sehen. Ne? Also da alle Leute sind in Bewegung, innerlich wie äußerlich. Und ja, ich denke, das wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre auch noch beschäftigen. Aber hey, man, so groß, wie du schon gesagt hast, umso größer die Herausforderung, umso mehr schlägt dann auch die Belohnung ein. Ne? Oh yeah. Tja. Dann, worauf weisen wir noch hin? Ich würde sagen, ich kann nur sagen, ich habe die Woche mal bei Gesine reingehört, hier auf Radio Emergency, hat mir sehr gut gefallen. Kann ich dir auch empfehlen, Kevin. Die spielt zu Mittelalter und auch Gothic Sound. Richtig, richtig geil. Also ja, Gesine, da werde ich jetzt Ultra. Das finde ich richtig gut. Ja, geil. Ich hab heute gar nichts mehr auf der Agenda. Ich würde einfach sagen, wir gehen trocken raus. Ja, lass nur mal kurz ankündigen. Captain Frank Stoner ist nächste Woche mit an Bord. Und da haben wir, ich werde ihn auf jeden Fall mal zur Lichtfalle fragen, das interessiert mich, das möchte ich doch noch wissen. Ja, das wird eine coole Sendung auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. Und ansonsten, auf Telegram gibt's Updates und ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich dann und wann solche YouTube-Shorts. Ich bin da heute reingegangen und habe mir das angeschaut, das ist richtig cool, ne? Ja, ich gucke da auch immer wieder gern rein. Es ist viel Schund dabei, so TikTok-mäßig, aber auch die ein oder anderen Sachen finde ich. Nein, wie man selber welche erstellt, nicht, dass ich mir da welche angucke. Ach so, das habe ich mir nicht reingezogen. Nee, weil ich mir gedacht habe, weißt du, so, also ich glaube, im Wochenrhythmus werden wir jetzt noch nicht senden ab nächster Woche, aber weißt du, ich will den Leuten so dann und wann irgendwas geben, so dass man, weil manchmal bleibt relativ viel auf der Liste und man denkt sich so, ach, das hätte ich doch noch gern gesagt, ne? Und dann. Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, da müssen wir ein bisschen rumexperimentieren. Aber das kriegen wir schon hin, weil ich würde auch. Nee, wir machen uns keinen Stress, das wird, wenn ich übernehmen. Aber das ist echt super cool, was du da machen kannst, Kev. Oder schau mal rein, drück einfach mal auf dieses Kurzvideo-Ding, das ist super geil. Okay, da muss ich mir mal, ja, ich war schon lange nicht mehr hier im Creator drin. Da muss ich mich mal wieder reinziehen. Der wird kreiert. Ach ja, und ab morgen findet der Wechsel statt, weil jetzt waren wir ja die letzten 6 Tage. Auf Willenskraft und auf Familie. Und ab morgen geht die Sonne in das Tor des Zweifelns. Das heißt, da kann man versuchen, die Dualität in Einklang zu bringen. Die Erde, das Mulatara und das Sahasrara. Und dann landet man hoffentlich in der Mitte beim Herzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Das Wort ist erschöpft. Cheers.